Im krassen Gegensatz zum letzten Monat, wo ich so mit Präsentationsfolien und so gearbeitet habe, ist das jetzt mehr ein ich zeige Code her und zeige Sachen her und ich habe überhaupt keine Folien. Nur zum groben Überblick, wie das jetzt heute ablaufen wird. Wir schauen uns zwei Programme an. Zunächst mal OpenSCAD, das ursprünglich von mir entwickelt wurde, aber inzwischen von Marius Kindteil gementent. Und da liegt definitiv der Fokus von diesem Vortrag. Und dann werden wir uns im ersten Schritt irgendwie so ein bisschen die Grundlagen anschauen, was kann man mit OpenSCAD machen und wie sind die Ideen dahinter. Auf der OpenSCAD-Website, weiß nicht, wir haben eine neue Website, auf der alten stand zumindest oben, dass es der 3D-Modeller für Programmierer ist. Und wenn man sich diesen Screen hier anschaut, sieht man auch gleich warum, denke ich, weil man nämlich nicht Objekte hier grafisch platziert und mit der Maus verschiebt, sondern man schreibt so einen Textfile. Und dann sagt man dem OpenSCAD, setzt das um, was in einem Textfile drin steht und dann kommt ein 3D- oder 2D-Modell raus. Also im ersten Teil schauen wir uns ein bisschen an, wie diese Grundideen sind, wie man das macht. Im zweiten Teil, also diese beiden Teile sind noch vor der Pause, im zweiten Teil schauen wir uns dann einige Beispiele an, wobei ich extra Beispiele für heute Abend geschrieben habe. Es sind drei Beispiele und es geht immer um genau dieses Objekt. Also es ist quasi, ich habe drei Designs gemacht, die im Wesentlichen so ausschauen, aber unterschiedliche Modellierungsmethoden verwendet. Und die ersten beiden dieser Designs werden wir uns dann anschauen, dann machen wir eine kurze Pause. Und nach der Pause schauen wir uns LibreCAD an. LibreCAD ist ein, sage ich mal, traditionelleres CAD-System, wo man Objekte mit der Maus platziert und so weiter und so fort, aber mit dem Schwerpunkt auf 2D. Und der Grund, warum wir uns das anschauen, ist dann der vierte Teil, in dem wir mit LibreCAD eine 2D-Konstruktionszeichnung machen und dann mit OpenSCAD diese 2D-Konstruktionszeichnung in den 3D-Raum bringen. Also in der Konstruktionszeichnung kann man sagen, wie Aufriss und Seitenriss und Grundriss und dann kann man sagen, okay, wir möchten diese Dinge jetzt kombinieren und daraus ein 3D-Objekt machen. Gut, das glaube ich war es auch schon mit der Einleitung und dem Überblick. Ich mache dieses OpenSCAD-Fenster jetzt mal weg. Der einzige Grund, warum ich das jetzt schon geöffnet habe, ist erstens, weil ich dieses nette Modell sehe und zweitens, weil auf meinem Laptop das 2 Minuten braucht, bis er das initial mal verarbeitet hat. Damit brauchen wir uns nachher dann nicht nochmal damit auseinandersetzen und erwarten. So, das hier soll übrigens mit zugekniffenen Augen so diese MetaLab-Telefonzelle sein, mit zwei wesentlichen Unterschieden. Wir haben hier nur zwei Fenster statt drei Fenster, aber vor allem hat die auf allen vier Seiten Fenster und es ist kein Telefon drin. Aber es war irgendwie einfacher auf die Art und Weise mit mehr Symmetrien. Gut. Das braucht jetzt so lang zum Starten von OpenSCAD. Ah, da kommt schon. War jetzt noch auf meinem Webbrowser. Dann schauen wir gleich als erstes mal auf die OpenSCAD Website. Dort ist nämlich auch die ganze Dokumentation zu dem Projekt zu finden. Ja. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ich hier 1 GB RAM habe. Ja, also OpenSCAD ist. Ich habe herausgefunden, warum es bei mir auf einem X-Terminal, was ich habe, nicht läuft und den X-Server mitreißt. Okay. Weil nämlich der X-Server dann so groß wird, dass er an die Memory-Grenze stößt und sich. Ich kann übrigens, wenn wir bei Ressourcenanforderungen von OpenSCAD sind, also erstens ist OpenSCAD leider ein bisschen ressourcenhungrig, das werden wir dann vielleicht auch ein paar Mal sehen, wenn ich versuche, Beispiele auf meinem Laptop zu machen. Aber auch, wenn man OpenSCAD zum Beispiel selber übersetzen möchte und sich denkt, ah, ich habe irgendeine 8-Core- oder 4-Core-Maschine, da sollte man trotzdem nachdenken, man sollte bei dem C++-Projekt ungefähr 1 GB pro Prozess einrechnen, den der C-Compiler braucht. Also, gut, also so schaut die OpenSCAD-Website aus. Wenn man hier auf Dokumentation klickt, gibt es ganz am Anfang gleich mal einen Link zu diesem OpenSCAD User Manual. Und das OpenSCAD User Manual ist ein Wikibooks. Also wenn ich da drauf gehe und das Internet mich mag, dann
Sie haben hier nochmal das Inhaltsverzeichnis und all die Kapitel drin, aber es ist eben ein Wikibook, das heißt, man kann es auch editieren, wenn man irgendwie da drinnen was findet und sich denkt, naja, da hat sich aber jetzt niemand allzu viel Mühe gegeben, dieses komplexe Feature in nur zwei Sätzen umschrieben, ist ein bisschen knapp, dann kann man sich da gern hinsetzen und dann zu Sachen, weiß ich nicht, Minkowski-Summen, wenn ich da gerade zum Beispiel sehe, das sind dann so spektakuläre Sachen, ein bisschen mehr schreiben. Und hier findet man mehr oder weniger auch jedes Feature dokumentiert. Heute beim Schreiben, beim Beispiel, bin ich drauf gekommen, dass zum Beispiel das DXF-Cross-Befehl nur an einer Stelle so à passant erwähnt wird. Das kann man dann zum Beispiel dazu editieren, wenn man möchte. Gut, an sich ist OpenSCAD Multiplattform, also ich zeige das jetzt alles hier unter Linux her, aber es gibt irgendwie auch fertige Binaries für Windows und für macOS. Das heißt, da sollte es keine besonderen Einschränkungen geben. Gut, wenn ich OpenSCAD starte, so ich werde den linken Rand, so. Okay. So, also wenn ich OpenSCAD starte, dann geht das mal so mit drei verschiedenen Bereichen auf. Links habe ich einen Texteditor, den muss ich nicht verwenden. Also man kann OpenSCAD auch gut mit einem externen Texteditor verwenden, wie VI oder Emacs. Wenn ich selber arbeite, dann verwende ich meistens VI. Also wenn jetzt dann ab und zu hier beim Versuch mit dem Cursor rauf oder runter zu gehen, stattdessen J und K erscheinen, dann liegt das daran, dass ich das nicht wirklich gewohnt bin, den eingebauten Editor zu verwenden. Aber für die Präsentation macht es irgendwie Sinn, weil man alles irgendwie so schön nebeneinander hat. Wenn man einen externen Editor verwendet, dann kann man auch hier den Editor einfach wegklappen, dann hat man hier sozusagen nur die anderen beiden Bereiche. Und es gibt hier unter Design dieses Feature, das schalte ich gleich mal aus, Automatic Reload and Compile. Das überprüft einfach, ob sich die Datei, die da gerade offen ist, verändert hat. Und bei jeder Änderung wird das einfach neu übersetzt und angezeigt. Und das ist sehr praktisch, wenn man einen anderen Editor verwendet. Dann kann man einfach ein Editorfenster auf der einen Seite vom Bildschirm haben und muss nur speichern. Und automatisch stößt das dann das OpenSCAD an. Das liest die Datei neu ein, übersetzt das und man sieht das neue Ding. Hm? Ich weiß nicht, wie es auf den verschiedenen Plattformen, die Frage war, ob das pollend ist, und ich weiß nicht, wie es auf den verschiedenen Plattformen implementiert ist. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt implementiert ist. Ich habe den OpenSCAD-Code nicht mehr allzu viel angegriffen, seitdem ich den Maintainership abgegeben habe. Damals habe ich die Qt-File-Monitoring-API verwendet. Und ich nehme an, dass die aus Linux zum Beispiel, wo es eine entsprechende Betriebssystem-API gibt, auch die dann verwendet und nicht pollend zugreift. Gut, hier in dem rechten Bereich haben wir unsere 3D-Voransicht. Wie wir sehen werden, kann man mit OpenSCAD auch 2D-Sachen machen. Das ändert aber nichts daran, wie diese Ansicht funktioniert. Also auch 2D-Objekte werden immer in 3D angezeigt und die sind dann einfach auf der XY-Plane, was Vor- und Nachteile hat. Also manchmal kann das ein bisschen blöd sein, wenn man in 2D arbeiten möchte und dann drückt man da die falsche Maustaste und rotiert irgendwie sein 2D-Projekt im Raum. Manchmal kann das aber auch ganz nett sein, irgendwie mal da schräg drauf schauen zu können auf die 2D-Pläne. Und der Bereich hier unten ist einfach nur so ein Konsolenfenster und wenn ich dann zum Beispiel übersetze, dann kommen da Statusmeldungen raus oder wenn ein Fehler auftritt, dann sollte man in dem Bereich schauen, was denn die Fehlermeldung eigentlich war. Gut, also jetzt kann ich hier Dinge schreiben und die einfachsten Dinge in OpenSCAD sind einfach nur hier ein Primitive, zum Beispiel Sphere, 100. Jetzt drücke ich F5 und mit F5 mache ich eben so ein Recompile. Dann sehe ich hier eine Sphere mit Radius 100. Jetzt könnte man fragen, 100 was? Spielt keine Rolle. Also häufig wird hier Millimeter verwendet. Das kommt auch daher, dass das OpenSCAD sehr gern mit 3D-Druckern zusammenverwendet wird. Und bei 3D-Druckern, wenn man da quasi Millimeter verwendet, dann ist das eine sinnvolle Dimension. Man hat irgendwie nicht mit 0, bla bla irgendwas Größen zu tun und auch nicht mit, weiß ich, man könnte auch mit Armstrong arbeiten und dann das riesige Zahlen und Millimeter hat sich da etabliert, aber in OpenSCAD gibt es nirgends irgendwo etwas, was irgendwie sagt, diese Zahl ist Millimeter, sondern es sind halt 100 Längeneinheiten. Gut, und hier habe ich eben eine Sphere mit dem Radius von solchen 100 Längeneinheiten. Was man hier schon sieht in dieser 3D-Voransicht, ist, dass das keine Sphere ist, sondern das ist ein Polyeder, der versucht, Sphere-ähnlich auszusehen.
Und das ist nicht nur die Darstellung, sondern so arbeitet OpenSCAD intern. Für OpenSCAD intern sind alles nur Poledo. Und an dem Augenblick, wo ich hier Sphere sage, erzeugt er hier einen Poledo, der eben eine Kugel gut nähert. Und wenn man findet, dass das zum Beispiel zu grob aufgelöst ist, man hätte gerne eine feinere Sphere, dann gibt es eine Reihe von so Spezialvariablen, die man setzen kann, mit denen ich zum Beispiel sagen kann, mit $FN kann ich die Anzahl der Facetten eines Vollkreises angeben. Wenn ich zum Beispiel sage $FN 100, und dann ist das viel, viel kleiner aufgelöst. Normalerweise verwendet er nicht eine fixe Anzahl von Facetten, sondern es gibt zwei andere Parameter, $FA, $FS, und das ist der Facet Angle, also der Winkel, der von so einer Facette eingeschlossen werden kann, und die Facettengröße, also der Bogen sozusagen. Da gibt es die Faultwerte, ich habe sie vergessen. Und er nimmt dann quasi die Anzahl der Facetten so, dass zumindest eins dieser beiden Limits erfüllt ist. Aber wenn ich $FN auf einen Wert ungleich 100 setze, dann überschreibe ich das. Und das kann manchmal ganz praktisch sein und manchmal auch notwendig. Ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, hier, ich mache eine Sphere 1, nicht? Und dann habe ich hier eine Sphere. Und wir sehen schon, diese Sphere ist nicht sehr Sphere-ähnlich, weil es einfach sehr, sehr klein ist. Und diese Facettengröße, also jetzt könnte ich hergehen und sagen, $FS, weiß ich nicht, 0,1 zum Beispiel, dann sehen wir, es wird wieder mehr Sphere-ähnlich, weil ich jetzt quasi gesagt habe, normalerweise glaube ich, dieser Wert 1. Und die wird man vielleicht am Anfang vom Projekt setzen und auf einen kleinen Wert haben, während man noch entwickelt, weil es einfach viel schneller geht, wenn ich eine Sphere habe mit weniger Facetten. Und wenn ich es dann am Schluss exportieren möchte, dann überlege ich mir halt, was ist denn die Genauigkeit von meinem Fertigungsprozess? Und wenn ich es irgendwie 3D drucken möchte, dann schaue ich einfach, was ist die Genauigkeit von dem 3D-Drucker? Und dann macht es halt keinen Sinn, irgendwie 100-mal feiner aufgelöst zu sein als das. Und dann ist diese sehr grundlegende Vereinfachung, die OpenSCAD hier macht, nämlich alles ist ein Polyeder, dann wieder ganz brauchbar. Gut. Also haben wir da unseres 400. Zoom da wieder raus. Und ich glaube, diese Syntax ist irgendwie klar. Es schaut irgendwie C ähnlich aus. Nicht? In C wäre das quasi ein Funktionsaufruf von Sphere mit dem Parameter 100 und hier erzeuge ich das Objekt Sphere und bei der Objekterzeugung soll er den Parameter 100 verwenden. Was ich jetzt machen kann, ich kann sagen zum Beispiel Translate. Oder ein zweites 4 mit 100. Aber die hätte ich nicht gern dort stehen, sondern die hätte ich gern auf der X-Achse, sagen wir, um 50 Längeneinheiten nach rechts verschoben. So. Das heißt, ich habe jetzt hier nach dem Translate nicht einen Strichpunkt, sondern das heißt, Translate hat sozusagen Kindknoten. Also wir sehen, was wir hier beschreiben, ist eigentlich eine Baumstruktur. Und jeder Knoten auf diesem Baum, jeder innere Knoten von einem Baum ist eben irgendetwas, was Sachen macht mit Dingen, das sie verschiebt, skaliert, in einen Container zusammenwirft. Und die Blätter von dem Baum sind dann eben primitive, so zum Beispiel Spheres. Und man sieht auch hier gleich hier, man kann nicht nur mit Zahlen arbeiten, sondern auch mit Vektoren. Das ist ja sehr praktisch, wenn man da irgendwie mit räumlichen Objekten arbeitet. Und Translate nimmt einfach die ganzen Kindknoten und verschiebt die entlang des Vektors, der da angegeben wird, und in dem Fall haben wir das eben jetzt um 100 nach rechts, 50 nach rechts verschoben. Wir können es auch um 100 nach rechts verschoben. Jetzt hätten wir jetzt zwei Objekte. Ja. Und die sind jetzt automatisch, weil sie auf der Top-Level sind, sind sie automatisch in einer Union. Also wir werfen sie zusammen zu einem großen Objekt und jeder Raumpunkt, der sozusagen von mindestens einem der beiden Spheres eingenommen wird, wird jetzt von dem resultierenden Objekt eingenommen. Das könnte ich auch explizit schreiben. Ich könnte sagen Union und die Klammern brauche ich. Also auch wenn da nichts drinnen steht. Zack. So, und jetzt übersetze ich das neu und es ist genau das Gleiche. Also das ist implizit alles, was auf Top-Level ist, das ist in einen Haufen zusammengeworfen. So, man kann natürlich sagen, das ist es jetzt. Ich kann irgendwie jedes Objekt zusammensetzen aus irgendwelchen Grundobjekten, die werfe ich irgendwie, die ordne ich im Raum richtig an
und dann, dann kommt am Schluss das Richtige raus. Manchmal ist es aber ziemlich schwierig. Sagen wir, wir hätten gerne eine Kugel und dann hätten wir so ein bisschen Todessternmäßig, nicht? Auf einer Seite der Kugel ein kleines Loch herausgeschnitten und das rausschneiden, das soll eine andere Kugel uns machen. Dann tue ich mir sehr schwer, irgendwie diese Kugel aber mit dem Loch nur durch Addition von Sachen zu erzeugen. Und viel einfacher ist zu sagen, ich ziehe halt was ab. Und dann sage ich hier halt nicht Union, sondern Different. Und dann nimmt er das erste Kindobjekt, das ist quasi das, das da ist. Und alle anderen werden jetzt davon abgezogen. Also da macht jetzt die Reihenfolge von den Objekten hier drinnen einen Unterschied. Und wir sehen hier genau das, die andere Kugel hier ist abgezogen worden. Zu den Farben, das funktioniert so, wenn eine Oberfläche, die quasi von einem Objekt da ist, was noch übrig ist, dann ist sie gelb. Und wenn wir eine Oberfläche sehen von einem Objekt, die abgezogen ist, man könnte auch sagen, wenn wir die Innenseite von einem Objekt sehen, dann ist es grün. Und so kommen diese beiden Grundfarben jetzt auseinander. Also wenn man mit OpenMS gerade arbeitet dann, und jetzt nicht selber Farben definiert, das kann man auch machen, wenn wir noch sehen werden, dann ist alles entweder gelb oder grün. So, wenn ich da jetzt näher auf diesen Randbereich hineinzoome, so, und dann sage ich hier unter View, Show Edges, das suche ich. Da sehe ich jetzt den Pole jeder besser, weil quasi jede Kante hervorgehoben wird. Wenn ich jetzt hier da hineinzoome, dann sehe ich, da ist ja eine Edge. Weißt, aber die ist nicht wird hier nicht angezeigt. Das kommt daher, weil ich in diesem Modus nur die Edges sehe von den Originalobjekten. Und die 3D-Forscher-Ansicht, die ich hier rechne, das zeigt ein Objekt, das ich im Augenblick nicht im Speicher habe. Darum geht das auch vergleichsweise schnell. Ich drücke F5 und zack, sofort ist dieses Bild da. Und ich weiß nicht, wenn jemand schon mal sich mit Raytracing-Algorithmen beschäftigt hat, der weiß, wie das geht. Ich habe quasi einen Strahl, der zu einem Bildpunkt entspricht und dann schneide ich jedes Objekt, das quasi mit diesem Strahl und dann schaue ich mir nur diese Schnitte an und dann sehe ich quasi entlang dieses Strahls, da fängt ein Objekt an und da hört es wieder auf und da fängt wieder eins an und da fängt wieder eins auf. Und dann kann ich natürlich leicht solche Dinge wie Differences rechnen, weil dann kann ich sagen, okay, da fängt ein Objekt an, das ich aber rausschneide, also zeige ich diese Oberfläche nicht an, aber wenn ich quasi ein anderes Objekt beginnen sehe, bevor dieses herausgeschnittene Objekt endet, dann zeige ich nicht dieses Beginn an, sondern erst das Ende dazwischen. Und so kann man mit einer einfachen State Machine das Auswerten aller Schnittpunkte mit dem Strahl. Und im Grunde mache ich hier genau das Gleiche. Ich mache es nicht in der CPU, sondern ich mache es direkt in der Grafikkarte, in der GPU. Und für jeden Bildpunkt schneidet er mit all diesen Objekten und weiß dann, also da habe ich eine große Kugel auch, aber wenn er die Oberfläche von der Kugel zeichnet, weiß er, die darf ich gar nicht zeichnen und darum zeichnet er nicht. Und der Painter's Algorithm zeichnet dann hier die Innenseite von der weggeschnittenen Kugel. Aber daran, dass hier diese Kanten fehlen, sehen wir, das ist ein bisschen geschummelt. Mit dem Algorithmus weiß ich nämlich nicht, wo diese Kante ist. Ich weiß nur, dass der Bildpunkt hier rechts nicht auf der gelben Kugel liegt. Und der Bildpunkt hier links auf der gelben Kugel. Aber die Kante kommt nicht vor. Das ist nett zum Anschauen, aber wenn ich das jetzt zum 3D-Drucker schicken möchte, dann muss ich einen Polyeder erzeugen. Und das kann ich machen unter Design. Und da haben wir jetzt Compile, F5. Und dann Compile and Render. Und Render heißt in der OpenSCAD-Nomenklatur eben nicht das Darstellen, sondern das Erzeugen des echten 3D-Objektes. Und wenn ich das jetzt drücke, dann rechnet er da ein bisschen. Also das dauert schon länger und wenn ich jetzt diese Sphere so hoch aufgelöst gemacht hätte, dann wird das noch länger brauchen und es wäre allen furchtbar fad. Jetzt ist es natürlich überhaupt nicht fad, jetzt haben wir alle Zeit der Welt. So, und jetzt haben wir eine Anschau des fertigen Objektes und wenn wir jetzt hier reinzoomen, dann sehen wir, diese Kante existiert. Also jetzt sehen wir wirklich einen Polyeder, der diese Form hat und darum habe ich auch diese Kante. So, meistens arbeitet man aber nicht mit diesem F6 und ich werde dieses F6 auch so gut wie nicht verwenden, weil das nur dieser letzte Schritt ist. Aber beim Modellieren reicht einem eigentlich diese F5-Ansicht und ich werde jetzt auch die Edges wieder ausschalten. Gut, also jetzt haben wir ein Union gemacht, jetzt haben wir eine Difference gemacht. Gibt es einen Vorschlag, was wir noch machen könnten mit diesen beiden Spheres? Intersection. Intersection, genau. Also
Dann schreiben wir da Intersection. Zack. Und das sind eben jetzt nur alle Raumpunkte, die in beiden ursprünglichen Kugeln liegen. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber es gibt die Features in OpenSCAD, wie man Sachen sichtbar machen kann. Ich kann zum Beispiel das Hashmark für einen beliebigen Ausdruck, für einen beliebigen Teil von diesem Tree hier setzen und dann wird alles wie normal gerechnet, aber der Teilbaum, der hier mit dem Hashmark markiert ist, der wird dann auch so in transparentem Rosa angezeigt und da können wir irgendwie sehr gut sehen, dass diese linke Seite von dieser komischen Linsenfigur hier wirklich Teil der Oberfläche von der zweiten Sphäre, von der verschobenen Sphäre ist. Ich kann natürlich das auch auf die andere Seite setzen. Dann sehe ich, dass die andere Seite kommt. Ich kann natürlich mein ganzes Design dazu klattern mit solchen Dingen, aber irgendwann wird es unsinnig. So. Und wenn wir da schon sind, muss ich gleich die drei anderen Spezialzeichen erklären. Das ist ein bisschen Perl-mäßig, nicht? Also so, es ist ein Sonderzeichen, hat eine Bedeutung. Es gibt aber nicht so viele wie ein Perl. Also es ist, und es ist schon ganz praktisch, dass das Sonderzeichen, da muss ich das quasi ein bisschen verteidigen, dieses Konzept, weil man diese Zeichen unglaublich oft wo einfügt, rauslöscht, und wenn das irgendwie einen langen, sprechenden Namen hätte, dann müsste man jedes Mal nachschauen, wie heißt denn dieses komische Ding. So probiert man ein paar Sonderzeichen aus, das findet das schnell, das Richtige recht schnell. Okay. mit einem Rufzeichen sage ich, ignoriere den gesamten Rest von dem Baum. Nimm nur diesen Zweig. Das kann sehr praktisch sein. Ich möchte irgendwie ein großes Design machen. Ich möchte Dinge miteinander kombinieren. Und dann komme ich drauf, irgendwie da links oben passt es nicht. Und wenn ich das jetzt quasi auf diesem Top-Level mache, ist das mühsam. Und wenn das ein hierarchisches Design ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich glieder jetzt irgendwie diesen einen Teil raus. Aber einfacher ist es beim Rumhacken einfach sagen, zeig mir nur das. Dann macht man das Rufzeichen hin und ich kriege auch nur das. Da macht es natürlich einen Unterschied, wo ich das Rufzeichen setze. Nicht? Also jetzt ist es die Sphäre, aber ohne das Translate. Und wenn ich hier das Rufzeichen setze, ist es die Sphäre, aber mit dem Translate. Das ist natürlich nicht so, wenn ich das mit dem Hashmark mache, weil es wäre total unsinnig, wenn ich quasi dann hier das Hashmark mache und ich sehe dann die rote Figur irgendwo ganz anders. Nicht? Also beim Hashmark, da wird werden alle Verschiebungen und Skalierungen und so mitgerechnet. Aber beim Rufzeichen nehme ich wirklich nur diesen Teil des Baums. Und dann gibt es noch das Prozentzeichen. Das war auch noch irgendwie frei als Sonderzeichen. Mit dem Prozentzeichen, das ist eine Art Kommentar eigentlich. Nur, dass es nicht ganz ignoriert, sondern getrennt dann noch einmal den so transparenten Grau anzeigt. Das kann man für zweierlei Sachen verwenden. Erstens ist es mal ganz praktisch, um einfach auszuprobieren, was ist denn, wenn ich das rausnehme und dann nicht verwenden möchte. Manchmal kann das auch sinnvoll sein, jetzt weniger so, wie es gedacht ist, weil es ist als eine Art Debug-Feature gedacht, für Hintergründe zum Beispiel. Ich möchte irgendein Maschinenteil zeichnen und ich habe schon ein 3D-Modell von der Maschine, wo das Maschinenteil hineingehört, dann kann ich quasi die Umwelt von dem, was ich da machen möchte, auch noch irgendwie importieren und dann einfach in Grau darstellen und dann sehe ich, geht sich das aus oder passt das gar nicht durch die Wartungsöffnung, durch die das dann eingesetzt werden soll zum Beispiel. So, und ich habe gesagt, vier Zeichen sind es. Ja, Stern ist das letzte. Und das ist ein echtes Kommentarzeichen. Also es gibt auch C-mäßige Kommentare mit Slash Stern bis Stern Slash. Oder eben für eine Zeile mit Slash Slash. Aber dieser Stern ist quasi ein Kommentarzeichen, das auf dieser Baumsyntax aufbaut. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da einen Zweizeiler mache, das ist natürlich völlig irrelevant für den Parser. Hier mache ich einen Stern, dann heißt das quasi, diesen Baum kommentiere aus und nicht diese Zeile. Also ein Kommentar, das im Parser und nicht im Lexer abgehandelt wird für die Experten. Gut. Diese drei Operationen, die wir jetzt kennengelernt haben, Union, Difference und Intersection, das sind die Grundoperationen, mit denen man die meisten Sachen in OpenSCAD macht. Es hat auch einen super klingenden Namen, der ist nicht von mir, der ist schon älter, nämlich CSG, Computational Solid Geometry. Und das ist eben die Grundidee von, ich nehme ein paar einfache geometrische Primitives und die verbinde ich dann mit diesen drei Operationen. Das ist furchtbar, furchtbar mächtig, wenn man Maschinenteile konstruieren möchte. Und ich sage mal so Konstruktionsaufgaben, das ist auch der Fokus von OpenSCAD.
Wenn ich jetzt irgendwie einen Außerirdischen mit Tentakeln zeichnen möchte, dann ist das unbrauchbar auf diese Art und Weise. Also das ist auch nicht die Anwendung von OpenSCAD. So, vielleicht so aus Jux und Tollerei, es gibt noch ganz andere Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel HAL. Ah, jetzt rechnen wir natürlich. So, also mit HAL zum Beispiel bekomme ich die konvexe Hülle von all den Objekten, die da drin sind. Das ist nicht mehr Teil von CSG. Also da sind auch ein paar Sachen eingebaut worden im OpenSCAD im Laufe der Zeit, die einfach sinnvoll erschienen, die sich gut eingliedern lassen in diese Baumstruktur-Idee, aber die Computational Solid Geometry sprengen sozusagen. Gut. Das hier ist das OpenSCAD-Logo. Und ich möchte als nächstes das OpenSCAD-Logo nachbauen, weil das hat schon einen Sinn, warum wir dieses Logo gewählt haben. Das ist eigentlich ein sehr nettes Beispiel für diese Art zu konstruieren. So. Dazu machen wir mal ein Module. Und ich nenne das Module-Logo. Jetzt habe ich ein leeres Design, weil ich Idiot natürlich Logo nicht instanziert habe. So. Warum heißt das Module und nicht Function? Es gibt auch Function. Function gibst du Zahlenwerte oder Vektoren oder solche Sachen und es liefert dir Zahlenwerte oder Vektoren oder solche Sachen zurück. Pascal besser Procedure. Nein, es ist auch kein Procedure. Es ist wirklich, das ist nicht prozeduraler Code, sondern das ist wie XML, nur viel einfacher zum Tippen. Also dann ist Logo jetzt ein valider geometrischer Baumknoten. Genau, also Logo ist quasi so wie Sphere oder andere Cube zum Beispiel. Gibt es eben jetzt auch Logo, das habe ich mir selber definiert. Und das ist der Unterschied zu einem Union? Der Union hat keinen, also ich könnte jetzt hier, was ich vorher gemacht habe, ich habe vorher nur Module Logo geschrieben. Und ich habe das Logo hier unten nicht stehen gehabt. Und damit habe ich nur definiert, wenn ich Logo sage, meine ich dieses Ding, der Body von dem neuen Module ist implizit wieder eine Union. Aber wenn ich hier statt Module Logo Union geschrieben hätte, dann hätte ich jetzt tatsächlich eine Sphere mit dem Radius 100. Da ich aber hier Module Logo und dann das gleiche geschrieben habe, habe ich nur definiert, mit Logo meine ich eine Sphere mit Radius 100, aber ich habe sie nirgends verwendet. So. Also jetzt hätten wir da unser Sphere. Und welche Operation werden wir jetzt verwenden, um dieses OpenSCAD Logo zu bauen? Wenn sich jemand erinnert, wie es ausschaut. Wir brauchen ein paar Löcher, genau. Also wir haben hier eine Kugel, die offenbar, also das ist natürlich ein OpenSCAD-Screenshot, dieses Logo, aber mit einer sehr fein aufgelösten Kugel. Und offenbar wurde was gemacht mit dieser Kugel? Sachen rausgeschnitten. Drei Zylinder wurden rausgeschnitten, genau. Also wollen wir das machen. Wir wollen Zylinder aus einer Kugel rausschneiden. Das heißt, ich sage Difference. Und dann habe ich hier S4. Und dann, was werde ich abziehen? Wie wird das heißen? Zylinder. Also zu den Namen. Das ist historisch bedingt. Das tut mir sehr leid. Das ist eine der wenigen Sachen, die wirklich anders machen. Ich würde OpenSCAD neu schreiben. Die Befehle sind immer benannt nach dem regelmäßigsten Fall. Also wenn ich irgendeine Art von der Zylinder ist quasi jeder ein Kegelstumpf, nicht eine beliebige Art von Kegelstumpf, weil beim Kegelstumpf könnte ich ja quasi auch noch diese Schräge drinnen haben. Aber der Zylinder, den kann ich sagen mit Radius 1 und Radius 2. Und damit habe ich dann, oder Cube zum Beispiel.
Nicht? Also Cube, dann kann ich einen Parameter geben und dann ist das irgendwie die Seitenlänge. Dieser Parameter kann aber auch ein Vektor sein mit drei Komponenten. Und dann ist es halt kein Cube mehr, sondern ein Quader. Aber irgendwie habe ich halt zuerst den Cube implementiert und dann daraus einen Quader gemacht. Und ich glaube, in der allerersten Version hat man den Quader auch noch machen können, indem man einen Cube nimmt und skaliert mit einem Vektor. Naja. Also, das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, es ist nicht ganz akkurat. Der Vorteil ist, erinnert man sich meistens eher an den Begriff, der für diesen Spezialfall steht, wie zum Beispiel Cube oder Zylinder. Und so mag das vielleicht auch ganz nett sein. Okay, ich habe vergessen, in welcher Reihenfolge der Zylinder seine Parameter haben möchte. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Parameter in Wirklichkeit nämlich alle Namen haben. Und dann kann ich sowas sagen wie R ist gleich und einen Radius angeben. Sagen wir zum Beispiel 20. Dann kann ich eine Höhe angeben mit H ist gleich. Und sagen wir mal 300 zum Beispiel. So. Und jetzt sehen wir, da hätten wir schon was ausgeschnitten. Das geht aber irgendwie nicht durch. Und das hat damit zu tun, dass eben per Default der Zylinder am Ursprung steht und in die positive Z-Achse geht. Und entweder könnte ich das jetzt um 150 nach unten translaten, dann wäre es zentriert im Ursprung. Viele dieser Primitives haben aber einen eigenen Parameter namens Center, und wenn ich den auf True setze, dann wird der zentriert. Einfach weil man das so oft braucht, dass man Dinge gleich zentriert erzeugt. Naja, die Sphere. Nochmal. Also die Frage ist, ob das nicht inkonsistent ist mit der Sphere, dass quasi der Zylinder da vom Ursprung weggeht. Ja, das könnte man sagen. Aber de facto ist es nur eine Definition. Also es gibt jetzt keine inhärent richtige Art, das zu machen. Man könnte auch sagen, es ist inkonsistent mit der Sphere, dass der Zylinder in die positive Z-Achse geht. Weil es in der Sphere aufgrund der Symmetrieeigenschaften keine bevorzugte Achse gibt. Also man muss sich eben diese Dinge überlegen. Und eine Sache, die auf meiner persönlichen To-Do-Liste seit Ewigkeiten ist, ist, dass diese Center-Dinger auch Vektoren sein können. Also beim Cube zum Beispiel ist er normalerweise an einem Eckpunkt am Ursprung und geht dann in einen positiven, nicht Quadranten, sondern wie heißt das? Ein Oktant, also dort, wo alle Achsen positive Werte annehmen. Und mit Center ist halt der gesamte Cube gecentert, aber in der Praxis kommt das ganz, ganz oft vor, dass man sagen möchte, in X und Y soll es zentriert sein und in Z nicht, und dann macht man immer diese gleiche, und jetzt wieder, um die Hälfte von der Breite translaten in der Achse. Und also es gibt noch viele Kleinigkeiten, wo es anbietet, Features einzubauen, die einfach so den Alltag mit OpenSCAD sozusagen erleichtern. Gut, jetzt hätte ich gesagt, so mit Augenmaß, das ist ein bisschen zu klein, dieses Loch. Sagen wir 50 zum Beispiel. Das könnte schon mehr sein, das ist zu groß, oder? Die anderen Löcher mal machen. Machen wir mal die anderen Löcher. So, also es gibt jetzt mehrere Arten, wie wir die anderen Löcher machen können. Natürlich brauchen wir ebenfalls Zylinder und die wollen wir jetzt irgendwie rotieren. Machen wir da mal einen Rotate. So. Und Rotate hat eine ganze Menge Arten, wie man das verwenden könnte, den Rotate-Befehl. Ich zeige jetzt nur eine. Meine Liebste. Ich gebe einen Vektor mit drei Komponenten, x, y, z, und er rotiert zuerst um die x-Achse, dann um die y-Achse und dann um die z-Achse, um den Winkel, der in diesem Vektor drin steht. Also der Vektor gibt quasi keine Richtung im Raum an, sondern es ist einfach eine Array von drei Winkeln. Und für die allermeisten Anwendungen ist das eine sehr, sehr intuitive Art und Weise, Dinge im Raum zu drehen, dass man einfach sagt, in dieser Reihenfolge x, y, z. So, und jetzt hätten wir da ein zweites Loch. Jetzt könnte man zum Beispiel hergehen und einfach ein drittes Loch machen, und wären wir schon fertig, so rein theoretisch. Den Zylinder einmal fix zu definieren, damit es nur nicht den dann verändern. Ja, wir werden in Kürze gleich so etwas Ähnliches machen.
Wir werden aber noch einen Schritt weitergehen. Also das ist schon mal eine sehr gute Idee. Nicht? Wir sehen, wir haben jetzt dreimal einen Zylinder, weil immer die gleiche Parameter. Und da könnte man jetzt mehrere Dinge machen. Man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, naja, ich will aber eigentlich den Radius von allen gleichsetzen. Nicht? Und dann sage ich, weiß ich nicht, Zylinderradius, ich bin immer ganz, ganz nett mit diesen kurzen Variablennamen, und dann verwende ich einfach hier immer Zylinderradius. Da oben habe ich es noch vergessen. Und dann kann ich es jetzt hier gemeinsam ändern. Das wäre mal die erste Möglichkeit, wie ich das hier ein bisschen generalisieren kann. Aber eigentlich haben wir dann noch eine viel größere Symmetrie drin. Wir machen irgendwie dreimal das Gleiche, und was sich wirklich ändert, ist dieses Rotate hier. Und da möchte ich jetzt zwei Dinge zeigen, wie man das machen könnte. Zuerst mal machen wir Module Rotzy zum Beispiel. Und dann machen wir, weiß ich nicht, und dann sage ich hier Rotate um Rot, und dann kann ich hier entsprechend sagen, und dann hier 90 und 90. So. Aha. Konstant ist nicht definiert. Ah, danke. Und da ist auch hier unten hier, ja, ich werde das ganze Rotzy-Modul gleich wieder löschen. Also es ist es ist nur ein Schritt auf dem großen Weg sozusagen. So, und jetzt hätten wir das, und jetzt haben wir quasi eine Stelle, wo man was machen kann. Also die, wir hätten gleich mal gesehen, man kann bei Modulen noch Parameter mitgeben und diese Dinge. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Aber es kommt ganz oft vor, dass man genau solche Sachen macht und jedes Mal dafür noch einmal ein eigenes Modul macht und so weiter. Das ist ein bisschen mühsam. Ich meine, ein bisschen hilfreich ist hier natürlich, dass ich dieses Modul auch innerhalb eines anderen Moduls definieren kann. So, und genau das Gleiche, aber jetzt ist halt Rotzy als Name nur gültig innerhalb meines Logomoduls, und irgendwie außerhalb von meinem Logomodul, wenn ich Rotzy aufrufe, dann weiß das Programm nicht, was ich von ihm möchte. Damit kann man das ein bisschen verfeinern, aber also OpenSCAD hat eine Sache mit LaTeX gemeinsam, oder mit Tech im Allgemeinen gemeinsam, nämlich, dass die Sachen sehr schnell Spaghetti-Code werden. Aber es ist nicht so wichtig, weil es gibt meistens ein gewisses definiertes Ende. Nicht? Also anders als wenn man irgendwie Applikationssoftware schreibt, wo man sagt, oh, und in 10 Jahren werden wir 1000 Features haben, die da eingebaut sind. Normalerweise schaut eben ein OpenSCAD-Modell nicht so aus, dass man da quasi 10 Jahre lang immer neue Features in das gleiche Modell einpflegt, sondern es ist eher so wie ein Tech-Dokument, irgendwann ist es fertig und dann macht man das nächste, und dann liegt dorthin, ist quasi ein gewisses Maß an Spaghetti-Code erlaubt. Und gut, und für den Fall wollen wir natürlich irgendwie ein möglichst mächtiges Schleifenkonstrukt haben, mit dem wir genau diese Art der Rotation machen können. Und da sage ich einfach vor, dann sage ich Rot, gleich, und dann sage ich einen Vektor. Und was das vor macht, das nimmt den Vektor und führt den Schleifenkörper für jedes Vektorelement einmal aus und weist das Vektorelement dann dieser Variable Rot zu. Das heißt, jetzt kann ich hier die drei Vektoren angeben, um die ich da rotieren möchte. Es hat sich nichts geändert an unserer 3D-Vorschau. Was gut ist, weil es ja immer noch das Gleiche tun soll. Also wir können da zum Beispiel sagen 50, dann wird es wieder. Gut, also auf diese Art und Weise kann man sehr viele dieser, da wiederhole ich was, immer wieder, und es ändert sich eigentlich nur das, lösen, indem man da eine Vorschleife macht. Gut. Weil es sich gerade anbietet, ist es ein furchtbarer Hack, was ich jetzt mache. Das ist keine Empfehlung, das so zu machen. Das ist nur eine Idee. Es ist nämlich darum ein furchtbarer Hack,
weil ich jetzt nicht drei, sondern vier Zylinder mache, aber zwei davon sind eh ident. So, noch das Gleiche. Und was wir eben hier sehen, in der Programmierung hat man das oft, nicht, dass man so verschachtelte Vorschleifen hat. Dass man sagt, zähle i von 1 bis 100 und für jedes dieser 100 i-Werte zähle mal k von 1 bis 10 und dann habe ich quasi 1000 Fälle, die das Kreuzprodukt von i ist 1 bis i ist 100 und k ist 1 bis k ist 10 sind. Und das braucht man natürlich auch hier oft, nicht, dass ich irgendwie ein Raster von Objekten machen möchte oder sowas. Und damit man jetzt nicht jedes Mal vor und nochmal runde Klammer auf und sagt, vorschreiben, das ist ja mühsam, kann man einfach hier mehrere Dinge mit Komma trennen und dann werden automatisch so verschachtelte Schleifen aufgebaut. Und dann braucht man sich auch nicht so weit hin und her überlegen, muss ich jetzt jede einzelne Schleife neu einrücken oder ist das okay, wenn ich alles auf einer Ebene, weil es ist eben ein Vor. Okay. Nur wenn wir es vorher erwähnt haben, sagen wir so, R1 ist 50 und R2 zum Beispiel ist 10. Jetzt hier dieses modifizierte Objekt. Wir können uns die einzelnen Dinge auch wieder anzeigen lassen. Dann sehen wir, wie wir die Kugel aufspießen von allen Seiten. Okay. So. Fragen soweit? Dann war das jetzt mal der Anfang von dieser Einführung. Wenn ich OpenSCAD offen habe, gibt es im File-Menü dieses Examples. Und damit man die Examples super leicht wiederfindet, heißen sie 1 bis... ja? Schachtelmodul, kommt da von außen jemals wieder dran? Eine Möglichkeit ist das Rufzeichen-Statement. Dann wertet er den ganzen Baum aus, aber er zeichnet es nicht, sondern schaut, okay, da ist das Rufzeichen und dann siehst du wieder nur den Teilbaum davon. Bei Verschachtelten, mit was es so, wie es wirklich innen ist, meinst du? Ja, nicht bei verschachtelten Aufrufen. Nein, nicht verschachtelten Aufrufen. Nein, dann muss man es quasi rauskopieren. Du kannst Hacks machen, wie das übergeordnete Modul hat einen Mode-Parameter und der Mode-Parameter entscheidet, ob er das macht, was er eigentlich macht oder nur das eine Innere aufruft und damit kannst du dann quasi so durchtandeln. Also es gibt hier viele einfache Statements, die ich jetzt nicht gezeigt habe, darum empfehle ich auf jeden Fall mal dieses Wikibook durchzubrowsen. Das ist jetzt nicht so, dass man da eine Woche beschäftigt wäre, das Wikibook zu lesen. Und im Wesentlichen ist es halt eine Aufzählung, man hat ein Feature, man hat einen Screenshot dazu, man hat ein paar Zeilen Beschreibung, was es macht. Und wenn man das einmal durchgelesen hat, dann kennt man sozusagen die ganze Geschichte. Und ich glaube, es macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie der Reihe nach durchgehe und alle möglichen Primitives mache und sage, und man kann auch ein If machen, weil, ja. Aber es gibt auch ein If und mit dem If könnte man sowas bauen. Examples. Also es gibt hier Examples, die einfach durchnummeriert sind. Das ist auch meine Schuld. Ich habe irgendwann mal angefangen und habe gedacht, ich mache drei Examples. Und dann war das halt 1, 2, 3, das war nicht so tragisch. Und dann kann man neue Features und zu jedem neuen Feature kann man irgendwie ein Example. Und jetzt sind so viele und man müsste quasi hergehen und allen auf einmal einen entsprechenden Namen geben. Und jetzt, wenn man sich hinsetzt, denkt man sich, oh Gott, wie nenne ich Example 9 jetzt? Example 9 ist, glaube ich, nicht so schlimm. Example 9 ist ein Lüfter. Genau. So, das ist Example 9. Also dem könnte man einen einfachen Namen geben. Hast du den jemals gedruckt? Nein, den habe ich nie gedruckt. Das würde aber auch keinen Sinn machen, weil das Lüfter nicht funktionieren wird. Das Problem ist, dass hier diese Steigung quasi linear ist. Und wenn man da einen Lüfter machen müsste, dann müsste der, also sagen wir, der sollte jetzt irgendwie sich so rumdrehen, also hier von links nach rechts die uns zugewandte Flanke, dann müsste das hier eigentlich sehr, sehr flach sein und dann unten zunehmend steiler werden, damit das ein guter Lüfter ist. Und das macht er nicht. Aber als Mockup finde ich, ist das super, oder? Also es schaut richtig technisch aus. Und so.
Okay, also das ist das eigentliche Logo, das Example 1. Wir sehen hier, haben wir es ein bisschen anders gemacht. Da haben wir dieses Rot-Zü, ich verwende offenbar immer die gleichen Namen, ich habe das nicht angeschaut vorher. und Rot, das ist genau das gleiche. Aber hier anders, da sehen wir eine andere Art Rotate aufzurufen. Ich kann eine Zahl angeben, das ist jetzt ein Winkel, und dann einen Vektor, und der ist eine Richtung im Raum, und dann wird um diesen Vektor rotiert. Das wäre quasi die mathematisch schönere Variante, dass ich das quasi immer so mache, dass ich immer sage, da ist ein Vektor im Raum und um den rotiere. Aber pragmatisch ist das andere meistens viel schneller zum Tippen, als zu sagen, weiß ich nicht, zum Beispiel 90 und dann den Einheitvektor in der richtigen Größe, da kann ich gleich einen Vektor mit 90, 0, 0 schreiben. In welche Richtung zeigt der Vektor 0, 0, 0? Ah, wenn ich hier eine 3D vor 0, 0, 0. Ja. Ja, das ist eine Spezialabfrage, der Vektor 0, 0, 0 rotiert nicht. Ja. Und das ist dann quasi der immer noch stehende Zylinder. Also es gibt so ein paar Fälle, wo eine Division by Zero quasi vermieden wird, indem man quasi einfach sagt, das heißt, das Feature wird deaktiviert oder so in der Richtung. Du hättest ihn natürlich auch um die Z-Achse rotieren können. Das ist schön symmetrisch. Ja. Und es funktioniert auch mit anderen Dingen als Zylinder. Ja, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier eine Function, wo ich was ausrechne, nämlich den Radius vom Durchmesser, eine ganz komplizierte mathematische Operation. Wo setze ich denn da den Durchmesser? Ah, der D ist nur da und hier ist Size. Und Size setze ich hier unten. Genau. Okay. Dann sehen wir hier Variablen. Vorher habe ich schon so eine globale Variable gehabt für den Zylinderradius. Und das kann ich natürlich alles auch innerhalb von einem Modul machen, dass es im Modul lokale Variablen gibt. Das Einzige, was hier wichtig ist, ist, dass das eben kein Programm ist. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, weise der Variable so und so diesen Wert zu und dann nimm diesen Wert, mach dann was anderes und dann überschreibe den Wert von dieser Variable. Also wer ein bisschen mehr funktionale Programmierung gemacht hat, der kennt das. Manche funktionale Programmiersprachen arbeiten so, dass man einer Variable nur einmal einen Wert geben kann und nachher habt ihr halt den. Ein Vorteil, das sich daraus aber auch ergibt, oder Vorteil, vielleicht ist es auch eine Obfuscation, ist, dass es nicht so wichtig ist, in welcher Reihenfolge ich die Dinge genau mache. Also ich habe hier size und whole und dann verwende ich hier size und whole, aber hier verwende ich auch size zum Beispiel, da habe ich es noch gar nicht definiert. Das macht überhaupt keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge das da drinnen steht. Ich habe dem einfach einen Wert gegeben. Gehen da? Ja, mit R ist der Herr. Ja, das ist. Wenn die Variable nicht R, sondern $R hieße, dann müsste man das nicht schreiben. Aufgrund der Art und Weise, weil Dollar, ich weiß nicht, kann der Lisp? Weiß jemand, was eine Special Variable in Lisp ist? Das ist eine Variable, die nicht nach dem lexikalischen Kontext vererbt wird. Also ich schaue nicht, wo ist denn die Funktion definiert oder wo ist das Modul definiert und dann gehe ich dort die lexikalischen Kontexte rauf bis in den Root-Kontext, sondern ich schaue mir, wo wurde das aufgerufen und eben mit dem Aufruf wird das mit vererbt. In Shell-Scripts zum Beispiel werden alle Variablen auf diese Art und Weise vererbt von einer Ebene auf die andere. In Lisp heißt das Special Variables und in OpenSCAD auch. Rein zufällig, ich habe Lisp gelernt, nachdem ich OpenSCAD programmiert habe. Unter anderem, weil so viele Leute gesagt haben, OpenSCAD hat so viele Konzepte von Lisp, du musst dir Lisp anschauen. Und ich bin auch auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie es bei Lisp benannt bei mir ist, mit Dollar am Anfang. $FS zum Beispiel, was wir am Anfang gehabt haben, ist so eine Special Variable. Wenn ich $FS auf einen Wert setze, und dann in dem gleichen Modul ein anderes Modul aufrufe, das eine Sphere macht, dann erbt dieses Sphere das $FS, das ich in meinem aufrufenden Modul gesetzt habe. Und das macht durchaus Sinn, dass ich quasi das so durch die Hierarchie durchgeben kann, diese Konfigurationsparameter.
Das ist im Prinzip wie wenn du in den Parameter weiterreichst durch. Genau, weil es ist quasi implizit. Genau. Gut. Kannst du die innerhalb von einem Modul dann overwriten? Innerhalb von einem Modul dort ja. FS auf einen anderen Wert setzen? Ja. Im Submodul ja. ist das. Wenn es kein Parameter ist. Ja. Wenn du auf die Lustidee kommst, dass du quasi sagst, ich mache ein Modul, das einen expliziten Parameter $FS hat, aber wir kommen in unwichtige Details der Sprache, die nur, ich weiß nicht, ob so jemand schon mal probiert hat, obfuscated Open SCAD Code zu schreiben, aber erfahrungsgemäß, das ist so ähnlich redundant wie obfuscated Perl Code. Man muss nur irgendein praktisches Problem mit Perl versuchen zu lösen, und wenn man unter Zeitdruck ist, ist es nachher obfuscated. Und bei Open SCAD ist es genauso. Also das. So, hier haben wir ein anderes Ding, das schon irgendwie mehr maschinenteilmäßig ausschauen soll. Es erfüllt aber keine echte Funktion. Das ist irgendwie ein Ding. Ja. Das ist jetzt genauso was, wo du schon anstehst, wenn du das benennen sollst. Ja, genau, genau. Wobei, das haben Leute zudem schon Raumkapsel gesagt. Ja. Das ist, so, aber hier haben wir eigentlich nichts Neues, außer die Cubes, die unterschiedliche X, Y und Z-Dimensionen haben. aber ansonsten verwendet das hier ausschließlich Dinge, die wir schon gesehen haben, halt irgendwie nett angeordnet und verschachtelt, dass wir hier eine Intersection haben, und in der Intersection machen wir eine Difference von zwei Dingen. Und jetzt könnte man natürlich schauen, wovon machen wir denn da eigentlich eine Intersection? Also dann tun wir da Prozent hier. Also irgendwie ist das eine Ding. Ups. Also das ist die eine Form, die wir hier haben. Hat man sofort erkannt in einem großen Modell. Ne? Ja. und das ist die andere Form, das erkennt man irgendwie eher. Okay, das kannst du sagen, gut. Schauen wir, wie die zueinander stehen. Falsches Zeichen, das wollte ich. Und da sehen wir jetzt, dass dieser äußere Zylinder, dieses Ding, der irgendwie flach schneidet, und unten diesen langen Stängel, den wir gehabt haben, der wird abgeschnitten. Ja. Ja, das ist fad. Okay, das ist, wenn man auf Wikipedia schaut und den Wikipedia-Artikel zu CSG, das ist ein Computational Solid Geometry, dann ist dieses Bild das Bild auf Wikipedia. Also habe ich da, muss ich gleich ein Beispiel machen. Pavillon, ne? Hat man einen Namen geben. Vogelhaus. Das hängt wahrscheinlich davon ab, in welcher Größe man es druckt. So, was haben wir hier? Wir haben Translates, die hatten wir schon, wir haben Zylinder, die hatten wir schon, wir haben eine Vorschleife. Das ist das einzig Neue hier, dass man sieht, es gibt nicht mehr. Also wenn ich einen Vektor habe, dann mache ich eine Klammer und dann schreibe ich die Elemente mit Komma getrennt. Jedes Element natürlich wieder ein Vektor sein. Das haben wir gehabt, bei dem, wo ich quasi den Vektor von den Rotationen gehabt habe. Aber ich kann auch schreiben, eine Zahl, Doppelpunkt, eine andere Zahl. Und dann ist das ein Range, wobei kleines Detail am Rande, das nie quasi expandiert wird. Also ich könnte jetzt eine Variable machen, der weise ich irgendwie zu, weiß nicht, 0 bis eine Billiarde. Und dann wird er jetzt nicht hergehen und irgendwie, wir haben gigabyteweise Speicher. Sondern das ist dann wirklich abgespeichert als ich bin ein Range von bis. Und vor kann eben hier nicht nur mit echten Vektoren arbeiten, sondern auch mit Ranges. Das ist immer nur Integer, oder gibt es auch Möglichkeit, da Float-Werte zu erzeugen? Da könnte man auch Float-Werte erzeugen. Cool. Und die Syntax ist von MATLAB abgekupfert. Eigentlich ist sie von Octave abgekupfert, aber Octave ist als Ganzes von MATLAB abgekupfert. Aber mit Integers ist es immer am einfachsten, weil man dann irgendwie weiß, es bricht ab bei genau da. Und wenn ich da jetzt irgendwie in 0,1er Schritten, also Dinge, die jetzt nicht irgendwie Zweierpotenzen als Teiler sind, dann treffe ich ja nie den Endwert, und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Am Schluss noch ein halbes Intervall dazu zählen. Gut, was sehen wir hier noch? Es gibt ein Echo-Statement. Und das ist ein bisschen komisch, weil Echo ist irgendwie so was inhärent Prozedurales. Nicht? Ich habe da was, das führe ich aus. Und
genau der gleiche Programmcode, der halt normalerweise dann irgendwie diese 3D-Modelle im Speicher aufbaut, wenn der halt ein Echo sieht, dann erzeugt er da eine Zeile, hier Echo, und dann liefert er ein leeres 3D-Objekt zurück. Und das kann ganz praktisch sein zum Debuggen, gerade wenn man so verschachtelte Schleifen hat und so, und dann sich überlegt, okay, aber was ist jetzt mein Wert an der Stelle? Und dann kann man so ein Echo machen. So, Translate, Zylinder, Translate. Nicht weiter. Der Single-Step Debuggen ist wahrscheinlich nur sinnlos. Vor allem bei großen Dingen. So, ich hoffe, das wird jetzt zu einem Ende kommen hier. Das ist jetzt, glaube ich, schon das letzte Beispiel, was ich hier zeigen möchte. Ah, perfekt. Das wäre auch leicht zu benennen. Das wäre leicht zu benennen, genau. Aber das ist jetzt schon ein etwas schwierigeres Modell sozusagen. Und jetzt kommen wir in das Problem, dass wir da. Ich zoome jetzt ein bisschen raus. Ja? Ich zoome danach wieder rein. Aha, das ist vielleicht zu, es geht nicht so oder so. Also dieses Ding hier, das ist quasi das, was am spannendsten war, mit der Hand zu tippen. Und das natürlich mit der Hand getippt. Das sind die Positionen von den Augen von diesem Würfel. Und das ist eben jetzt ein Vektor, wobei ich ein Vektorelement für jede Seite des Würfels habe. Da drinnen habe ich jetzt zwei Zahlwerte und die beiden Zahlwerte gibt meine Rotation an, damit ich sagen kann, okay, diese Seite von dem Würfel meine ich. Und das dritte ist dann wieder ein Vektor. Und zwar ein Vektor von 2D-Vektoren. Diese 2D-Vektoren sind dann jetzt die Positionen der Augen auf der entsprechenden Seite. Das heißt, ich brauche nur auf die Länge dieses Vektors hier sehen und dann sehe ich, okay, das ist 1, weil ich habe hier genau eine Position, die ich ausschneide, und das ist 2 und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Einfach, weil es ist das Längste. Ja! aber wir sehen nicht, ob es tatsächlich eine 6-Seite gibt. Also vielleicht schummel ich ja und auf der anderen Seite ist was ganz anderes drauf. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier I und I ist immer einer dieser Vektoren hier. Jetzt kann ich wieder reinzoomen, sonst wisst ihr nicht, wovon ich rede. Geht das so? Gut, also I ist immer einer dieser Vektoren hier. Und dann sage ich hier explizit, nimm mir doch das nullte Element von I. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Aber es war, glaube ich, absehbar, dass das geht. Nicht, dass ich einen Vektor auf ein Element referenzieren kann. Also nimm mir das nullte Element hier und nimm mir das erste Element und da rotiere ich eben um diese beiden Vektoren. Und dann habe ich hier vor J. Und das geht dann über das dritte Element von I drüber. Und das ist eben diese Liste. Und das macht jetzt eine Sphäre an der entsprechenden Position für jede dieser Stellen. Das heißt, wenn ich mir nur das hier anschaue, nur dieses Vor hier, sehe ich das. Und es ist, wenn ich still mache, sieht man es nicht, nicht. Aber wenn man da hin und her rotiert, dann kann man ja ahnen, das ist die 5er-Seite, das ist die 4er-Seite und da hinten ist die 6er-Seite. Wenn es still steht und man macht die Augen zu und hört dieses Gibberish, oder wenn man dann dreht, dann sieht man es. Und das ganze Ding ist jetzt eine Difference. Eine Difference, wo ich nämlich hier den eigentlichen Cube habe. So. Und von diesem Cube ziehe ich jetzt das hier ab. Und wir sehen hier, Der Cube, der passt da gut rein. Also der sitzt da quasi genau in der Mitte. Aber wir haben hier diese Innenprofile. Und wenn ich dieses äußere Ding abziehe, bekommt der ganz genau abgerundete Kanten. Das ist nicht die beste Variante, einen Würfel mit abgerundeten Kanten zu machen. Die richtigen Spielwürfel schneiden außenrum eine Kugel weg im Prinzip. Aber was wäre denn mit Sachen, die ich bis jetzt gezeigt habe, die beste Möglichkeit, einen Würfel mit abgerundeten Kanten zu machen? Genau, konvexe Hülle von 4 Kugeln, von 8 Kugeln. Aber das gab es damals noch nicht. Es ist ja auch erst das 6. Exempel. Und wie bei vielen
Projekten, man muss das selber mal verwenden, und wenn man dann genug gelitten hat unter einer Sache, dann kommen andere Dinge hinzu. Eine andere Möglichkeit, einen Würfel mit abgerundeten Kanten zu machen, wäre eine Minkowski-Summe zu machen von einem Würfel und einer Kugel. Und eine Minkowski-Summe, für die, die es nicht kennen, sind 2D und 3D, ist, ich nehme mein Grundobjekt, zum Beispiel den Würfel. Das ist aber kommutativ, ich kann sagen, das andere ist mein Grundobjekt. Aber in dem Fall ist es einfacher mit, ich nehme mal den Würfel und dann schaue ich, welche Stellen im Raum kann die Kugel sein, sodass sie den Würfel zumindest berührt. Und all das gesamte Volumen, das davon dann eingeschlossen wird, das ist der resultierende Körper. Und damit kann ich mir schon, glaube ich, vorstellen, wenn ich so einen Würfel habe, und jetzt nehme ich die Kugel und ich fahre quasi die gesamte Oberfläche ab und dann fahre ich um die Kanten herum, dass ich dann am Schluss einen Würfel bekomme, der größer ist als der ursprüngliche Würfel, nämlich zweimal der Durchmesser dieser Kugel, nicht einmal links, einmal rechts, an beiden Seiten rückt man der Kugel an, aber an den Ecken und Kanten natürlich abgerundet. Und die Minkowski-Summe ist unmittelbar als Reaktion auf dieses Beispiel quasi entstanden. Später kam dann die konvexe Hülle, mit der solche Sachen noch einfacher werden. Gut. Das hier habe ich actually gedruckt. Das heißt, es hat eine Funktion. Kennt jemand die Funktion von dem? Kann die jemand erraten? Ich kann einmal irgendwo reindrücken und es geht nie wieder raus. Genau. Und es war ein Experiment. In der Realität, zumindest mit den Druckern, die wir damals gehabt haben, das ist jetzt viele Jahre her, also wenn man irgendwie die aktuellen 3D-Drucker hat, das ist alles viel besser. Aber mit den Druckern, die ich damals gehabt habe, was, man kann das einmal wo reindrücken und dann ist es abgebrochen. Genau. Man muss noch einen Kratzer auch bekommen beim ersten Mal angreifen. Ist einfach obsolet. Ja. Und wir sehen aber, das hier ist gar nicht so groß, dieses Modell, oder gar nicht so groß, weiß nicht. Aber es verwendet hier auch DXF-Dateien. Also es gibt hier ein Example 7.dxf und das ist eben mit dem LibreCAD, damals hieß es noch QCAD, es gibt immer noch QCAD, aber LibreCAD ist so ein Fork davon, erzeugt worden und daraus dann erstellt. Aber das schauen wir uns dann im zweiten Teil an, wie man diese Kombination macht zwischen den beiden Tools. So. Weiß jemand, von wo das ist? Ja, genau. Also das ist das Logo am Cover von Gödel, Escher, Bach. Was wir hier gemacht haben, wir haben halt hier, soll ich das Rufzeichen verwenden? So, da haben wir ein D. Oder vielleicht machen wir das da. So. Also wir haben ein G. Und dann habe ich das E. Ups. Dann natürlich das B, in genau der räumlichen Orientierung, die verwendet wurde für das Buchcover. Und wenn ich jetzt dann die Intersection von den dreien mache, dann ist eben je nachdem, wo ich drauf schaue, wenn ich von der Seite drauf schaue, ist es ein B, wenn ich von der Seite drauf schaue, ist es ein G, und wenn ich von der Seite drauf schaue, ist es ein E, jetzt abgesehen von davon, dass ich da falsch drauf schaue. In der Mitte gibt es diesen einen schwebenden Würfel. Also gibt es da einen zweiten Körper. Und den ziehe ich vom ersten Körper ab. Und dann ist er weg. Und auch das kommt alles aus einem DXF-File. Und dieses DXF-File möchte ich jetzt vielleicht kurz herzeigen, weil das ist nämlich ein schönes, exemplarisches Beispiel für genau dieses, ich mache eine 2D-Konstruktion, verwende dann OpenSCAD, um das ins Dreidimensionale zu bringen, ist. BT? Ist es BT? Okay. Bluetooth irgendwas? Keine Ahnung. LibreCAD. So. User Local Share. OpenSCAD Examples. Example 008.txt.
So, also das ist es. Das ist die gesamte Hexerei. Ich habe hier ein Pfeil mit den drei Buchstaben und einem Würfel, der quasi im Raum richtig orientiert ist. Wenn ich dann hier die Layer der Reihe nach ausschalte, sehen wir, ich habe quasi einen Layer nur für das B und einen anderen Layer nur für das E und einen dritten Layer nur für das G und dann einen vierten Layer, der X heißt, weil ich keinen anderen Namen gefunden habe, für das, was wir dann in der Mitte noch rausschneiden müssen. Und wenn ich jetzt hier in das OpenSCAD-Design noch einmal hineinschaue, dann sehen wir hier, es gibt dieses Import und ich sage aus dem File 8.txf importiere mir den Layer G. Und das gleiche mache ich dann eben mit den anderen Layern, aber weil wir auf der Zeichnung gesehen haben, die sind ein bisschen verschoben, ist das Erste, was wir hier machen, dass wir die dann so verschieben, dass sie wieder an der richtigen Position stehen. Und dann rotieren wir die im Raum entsprechend, sodass sie in verschiedene Richtungen gehen und dann ist die Intersection von dem genau das, was wir wollten. Und das geht natürlich auch schöner. Wir werden dann noch andere Sachen sehen, wo ich nicht die Koordinaten aus dem DXF abschreiben muss, damit ich den richtigen Ursprung für diese Teilzeichnung habe, sondern genauso wie man Layer aus einem DXF importieren kann, kann man auch Bemaßungen aus einem DXF importieren. Und dann kann ich quasi mit einer Bemaßung sagen, da ist mein Ursprungspunkt. Oder ich kann aber auch sagen mit einer Bemaßung, das ist die Höhe X oder das ist der Winkel Y und die kann man dann auch auslesen und in dem OpenSCAD verwenden. Und das ist generell eigentlich zu empfehlen, wenn man quasi diese Kombination macht, dass man so viel wie möglich der Daten dann im DXF hat und nicht an zwei Stellen, wo wirklich echte Daten sind, sondern nur die Architektur sozusagen vom DXF, welche Layer habe ich und welche Bedeutung haben die, da muss es dann eine Entsprechung natürlich geben im OpenSCAD-Ding. Aber wenn ich jetzt hergehe und mein DXF umsortiere, dass ich sage, ich schiebe Sachen weit nach rechts, damit es irgendwie auf einem A4-Ausdruck auch Platz hat, dann soll es nicht notwendig sein, dass ich mein OpenSCAD umschreibe, weil sich jetzt die Position verändert hat von etwas in meinem 2D-CAD-File. Gut, und dann sind wir schon beim neunten Example, das wir vorher gehabt haben, dieser Fan hier. Und damit sind wir eigentlich durch mit diesem ersten Teil. Ich möchte das vielleicht noch, sagt mir irgendeine Nummer, die höher ist als 9 und kleiner ist als 24, kleiner gleich 24. 18, perfekt, der erste gewinnt. So. Aha. Schwierig, was mache ich hier? Ja. Perfekt. Ich hätte das mit dem Raten nicht machen sollen. Also, wir haben uns hier ein Modul Step definiert. Aber wir sehen schon, es gibt einen Grund, warum die Nummer etwas höher ist, als die Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben. Und dieses Modul Step, das verwende ich hier auch. Und das hat dann hier Child-Objekte. Und das kannten wir bis jetzt eigentlich nicht. Bis jetzt haben wir gesagt, es gibt Leaves in diesem Baum. Das sind echte Objekte. Und alles, was innen ist, sind tu etwas mit diesen Objekten. Und jetzt haben wir, und die selbst definierten Module waren natürlich immer Objekte, die halt dann komplexer sind und dann wieder diese Leaves sind. Jetzt haben wir genau das, dass ich ein selbstdefiniertes Objekt Step habe, aber das hat Children. Und wenn wir sowas haben, dann gibt es erstens mal eine Spezialvariable $Children. Und der einzige Grund, warum die $Children heißt und nicht Children, ist, weil Dollar irgendwie hervorheben soll, das ist was Besonderes und dass das nicht konflikten soll, wenn einfach der Anwender irgendwas Children nennt, weil das in dem Modul automatisch definiert wird. Also es stellt sich die Frage nicht, wie wird denn das über den Baum, wird das lexikalisch oder den Coltree vererbt. Das macht keinen Sinn, weil jedes Modul in der Instanz automatisch einen neuen Wert für Children hat. Das ist die Anzahl der Kinder, die wir haben. Und dann gibt es ein Objekt namens Child, dem kommt ein Index als Parameter und das ist dann der entsprechende Child. Das heißt, Step hat hier vier Childs, nämlich eine Sphere, einen Cube, einen Zylinder und eine Union aus rotierten Cubes. Und das sind die, die wir hier sehen. Nicht? Eine Sphere, Cube, Zylinder und eine Union aus unterschiedlich rotierten Cubes, die so sternförmig werden.
Und das Ganze verwende ich jetzt viermal. Ich sage viermal diese Step-Funktion mit einem zweiten Parameter. Und was jetzt die Step-Funktion macht, und da haben wir jetzt einen Modulo zum Beispiel, also das Prozent, je nachdem, wo es steht, hat diese Kommentarfunktion oder und der Stern genauso. Das kann multipliziert sein oder kommentieren. Also, das ist der Vorteil, dass es in Parse gemacht wird. Da kann man sowas tun. Doppelslash ist dann echter Kommentar, aber das ist lexikalisch. Also da, egal, wo ich Doppelslash verwende, außer wenn es innerhalb von einem String ist, weil das nämlich auch im Lexer abgehandelt wird, bis zum Zeilenende wird ignoriert. Also was ich mit dem Step jetzt mache, ist, wenn das 0 ist, kriege ich die quasi in der Reihenfolge. Und wenn das 1 ist, dann verschiebe ich es erstens mal in diese Richtung um 100 und verschiebe die in sich selbst um 1. Und dann wird die Kugel das zweite Objekt und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Beispiel davor, wie man hier eigene Module definieren kann, die viel, viel kompliziertere Sachen machen, als nur ein Objekt repräsentieren. Sondern, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel was machen möchte, wo ich sage, ich markiere einen speziellen Punkt in meinem Design und sage, rotiere mir das um diesen anderen Punkt so, dass der erste Punkt an der dritten Stelle ist, dann ist das einfach, das kann man rechnen, aber es gibt kein fertiges OpenSCAD-Feature dafür, aber ich kann ein MyRotate machen, das genauso arbeitet. Dem gebe ich dann eben drei Vektoren, nämlich einen Bezugspunkt, eine neue Stelle für den Bezugspunkt, einen Punkt zu rotieren und dann macht er eine Rotation und Translation oder was auch immer. Es ist ein bisschen überdefiniert, dieses Problem, das ich jetzt gerade erfunden habe. Gut. Also, jetzt seid ihr alle OpenSCAD-Experten. Vor allem, ihr kennt die Idee. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, es ist immer eine Computersprache. Ich möchte nicht sagen Programmiersprache, aber es ist eine Computersprache. Und wenn jetzt jemand irgendwie aber es ist eine Sprache mit einem neuen Prinzip. Es ist nicht prozedural, es ist eine deklarative Sprache. Und ich glaube, das Einzige, was man sinnvoll machen kann in dem Rahmen, ist, dass man jetzt mal ein Gefühl vermittelt. Und dann habt ihr was zum Starten, was ihr dann braucht. Das kann leider nicht helfen, ihr braucht ein Projekt. Ohne Projekt ist es unsinnig. Wenn ihr ein Projekt habt und dann euch einen Tag spielt, werdet ihr da weit kommen. Zeigt zumindest die Erfahrung. Gut. Fragen mal soweit? Bei den Funktionen. Ja? Ich habe gesehen, das war eine Funktion, also aus der Funktionaldefinition einer Funktion vorhin. Also D durch 2. Ja, ist es möglich, eine imperative Funktion zu schreiben? Nein. Und es ist auf der Long-Term-To-Do-List gewisse Formen der Rekursion besser zu unterstützen, weil dann wäre es eine echte funktionale Funktion. Aber was im Augenblick, also es gibt einen Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator und damit kann man in einer Funktion auch Fallunterscheidungen machen und man könnte dann so Dinge machen wie rekursiv Listen abarbeiten und mit dem Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator schauen, in welchem Branch muss ich jetzt hineingehen, damit er dann irgendwann abbricht. Aber das sind alles ein bisschen Hacks. Also es geht erstaunlich viel, wenn man kreativ genug ist. Es war aber eigentlich von Anfang an mehr die Idee bei OpenSCAD, dass wenn man dann kompliziertere Sachen macht, dass man einen Code-Generator schreibt. Und dann schreibst du halt nicht mehr OpenSCAD-Code selber, sondern du schreibst halt, weiß ich nicht, einen Python-Code, der OpenSCAD-Code erzeugt. Oder der, also auch OpenSCAD-Code erzeugt, aber quasi nicht wirklich das gesamte Design, sondern ein Include-File zum Beispiel, das eine Vektorstruktur erzeugt. Und dort liegen dann all die Daten für dich drinnen. Und das gibt mir eine nette Ausrede, was herzuzeigen. Übersetzt. So, also das ist dann schon ein etwas aufwendigeres Design. Hier war es so, dass es die Konstruktionszeichnungen zuerst gab, also das hat jemand im
der Daniel, der manchmal hier ist, vielleicht kennt man dann auch die Spinne von ihm schon, das war eine Konstruktionszeichnung, die er im AutoCAD gemacht hat, also auch wieder ein DXF-File. Und dann habe ich dieses DXF-File genommen, die einzelnen Teile in einzelne Layer eingeteilt, was vorher nicht war. Dann habe ich mal versucht, in OpenSCAD zu importieren. OpenSCAD ist sehr, sehr picky bei Sachen, die nicht geschlossene Formen sind, weil OpenSCAD eigentlich nur mit Solid-Geometrien arbeiten kann. Und im 2D-Fall, wie wir noch sehen werden, dann auch nur mit gefüllten Flächen. Aber es gibt in OpenSCAD das Konstrukt von einer einzelnen Linie nicht. Das heißt, wenn irgendwie der Bogen zum Beispiel, weiß ich nicht, sagen wir hier, da habe ich so einen, diesen Kreis, und wenn dann der nicht, nicht da genau endet, sondern irgendwie ein kleines Loch ist, das irgendwie 2 Nanometer breit ist, dann sagt OpenSCAD, das ist kein wasserdichtes Modell. 2 Nanometer war eine Übertreibung, es gibt einen Rundungsparameter drinnen, der aber in der Größenordnung von Single Position Floating Point Genauigkeit ist. Also ja, haben wir auch nicht. Also das ist die Machine Precision für 1. Ja, das ist und was OpenSCAD aus dem gleichen Grund überhaupt nicht mag, sind zum Beispiel doppelte Linien, die man aber leider sehr oft findet in Konstruktionszeichnungen, weil man es einfach nicht sieht, dass man da jetzt wirklich exakt 2-mal das gleiche Objekt übereinander hat. Das heißt, der Import in OpenSCAD, man kann auf einer Seite sagen, war sehr mühsam, man kann aber auch sagen, war ein hervorragendes Tool, um sicherzustellen, dass die zugrunde liegende Konstruktionszeichnung nachher von solchen dummen Fehlern befreit worden ist. Was auch wichtig ist, wenn ich dieses DXF-File zum Beispiel nehme und am Lasercutter schneide, der Lasercutter, der schneidet die Linie 2-mal, dem ist das wurscht, dass die eh schon geschnitten wurde. Und wie wir den Roboter gebaut haben, wie der Daniel den Roboter gebaut hat, war das auch so, dass da viele Linien mehrmals geschnitten wurden. Und das war dann der erste Zeitpunkt, wo er gesehen hat, aha, das ist ein bisschen ein Problem in dem DXF-File. Und hier sieht man es dann, kann man das verwenden. Der Grund, warum ich das jetzt erwähne, weil ich nämlich gesagt habe, man kann Dateien schreiben oder an Vektoren drinnen legen, die das OpenSCAD dann lesen kann und so, ist folgendes. Sehen wir da was? Sehen wir nichts? Ja, Features. Genau, danke. Also, das ist viel hübscher. Das ist auch so ein Bug. Ich habe jetzt die aktuelle Git-Version. Also eigentlich sollte das Bild der Bildschirm nicht weiß werden. Und wenn man das auf einer... und da ist auch die Ausgabe verboser, als sie früher war. Gut, das ist das Problem, wenn man aktuelle Git-Version verwendet. Aber was man jetzt eigentlich sieht, ist, dass diese Spinne quasi diese ganzen Servos bewegt nach einem fertigen Muster. In dem Fall ist es ein Muster von Zufallszahlen. Darum schaut das irgendwie so aus, als ob diese Spinne ein ernsthaftes neurologisches Problem hätte. Aber was man eigentlich machen kann, ist, dass man sich Algorithmen ausdenkt, mit denen man sagen kann, ich habe die Spinne, die steht irgendwo und die hat quasi die Beine, die am Boden stehen. Und jetzt sagt mein Berechnungsverfahren, wenn ich den Körper von der Position zu der Position bewegen möchte, aber die Füße am gleichen Punkt stehen bleiben sollen, dann muss ich diese Servobewegungen durchführen. Und wenn das jetzt nicht irgendwie so rückeln würde und den Bildschirm wieder weiß machen würde, dann wäre das eben eine Möglichkeit, diese Dateien festzumachen, ohne das aufbauen zu müssen. Und dann sehen zu können, stimmt denn der Algorithmus oder schmiert irgendein Fuß am Boden hin und her, obwohl eigentlich am Boden immer die gleiche Position einnehmen soll. Also auch das wäre eine Möglichkeit, die man mit OpenSCAD macht. Da habe ich für die Konstruktion OpenSCAD nicht gebraucht. Das ist vollständig in AutoCAD gemacht worden. Aber ich kann hier meine eigene Testbench machen, mit der ich jetzt irgendwie Bewegungsabläufe simulieren kann und überprüfen kann, ob das tut, was es tun soll.
Gut, dann schauen wir zur Telefonzelle, die ich extra für heute gemacht habe. Dieses erste Modell hier wäre quasi für, ich möchte die Telefonzelle im 3D-Druck machen. Und sagen wir, ich habe dann einen MakerBot Replicator 2 zum Beispiel, der zwei Köpfe hat. Und dann könnte ich sagen, ich möchte diese Fenster aus einer Farbe machen und den Rest aus einer anderen Farbe. Und in der 3D-Ansicht ist es natürlich nett, wenn die Fenster transparent sind. Ich glaube, es gibt sogar, man könnte es aus transparenten Kunststoffen machen. Also man könnte das dann auch wirklich so aussehen lassen. Hier wollte ich einfach zeigen, dass ich nicht nur Farben setzen kann, sondern auch transparente Farben machen kann. Gut, wie funktioniert dieses Design? Im Top-Level habe ich hier eigentlich zwei Objekte. Und das eine ist dieses hier. Das eine ist dieses hier. Das ist jetzt das, was in der einen Farbe gedruckt werden soll. Also nur der Rahmen von der Telefonzelle. Und das andere Objekt ist dieses hier. Sind nur die Fenster. Und das ist genau die Art und Weise, wie dann die Software von MakerBot gerne so ein Design hätte. Wenn das mehrfarbig sein soll, das sollten dann zwei STL-Files sein, die nicht intersekten. Und das eine beinhaltet halt nur die Volumina, die mit dem einen Material gefertigt werden sollen, und das andere nur die Volumina, die mit dem anderen Material gefertigt werden sollen. Also dafür ist das jetzt hier quasi schon perfekt vorbereitet. Gut. Also stört sich der 3D-Drucker dann dran an den Daten, wenn ein Layer, der für eine Farbe gedacht ist, dann mehrere Farben definiert wird? Die Frage ist, ob den 3D-Drucker das stört, welche Farben im STL-File dann drin sind, und die Antwort ist einfach, im STL-File gibt es keine Farben. Das heißt, diese Farben hier sind nur OpenSCAD intern, die kann ich verwenden für diese Vorschau-Ansicht. Aber wenn ich jetzt hier sagen würde, Render, hoffentlich dauert das jetzt nicht allzu lang. Ach, er ist ja schon praktisch bei 99%. So, dann gibt es die Farben nicht mehr. Wir haben auch da auch eine Zeit lang geschaut, wie geht denn das, aber das Problem ist, es gibt eigentlich keine Extension von STL, auf die sich irgendwer geeinigt hätte, wie man das mit den Farben macht. Weil es ja zunehmend auch 3D-Drucker gibt, die direkt Farben drucken können, die dann nicht wie der MakerBot einfach mit unterschiedlichen Materialien drucken, sondern einfach mit einem Pulver. Und das Pulver kann man natürlich mit nicht nur Wasser aushärten, sondern einfach mit jedem beliebigen Farbstoff. Und dafür wäre das natürlich interessant, aber das ist nicht unterstützt worden. Gut. Also ich habe hier zwei Objekte. Das eine heißt Booth Metal, also das Äußere, und dann das Booth Glass, und das sind eben diese Scheiben. Und die schauen beide sehr ähnlich aus. Den einzigen Unterschied, den wir hier haben, ist, dass bei Booth Metal mache ich eine Difference zwischen zwei Sachen und bei Booth Glass eine Intersection zwischen zwei Sachen. Also schauen wir uns diese beiden Dinge hier mal an bei Booth Metal. Erstens gibt es mal Body. Und Body ist diese Form hier. Und dann gibt es Windows Stencil. Das ist das hier. Und jetzt kann man sich schon überlegen, nicht, wenn ich dann die beiden voneinander abziehe. Dann hat man meinen Root. Zack. Und jetzt muss man die Windows Stencils anzeigen. Dass die halt genau da diese Fenster sozusagen rausstoßen aus dem übrigen Körper. Und da sieht man hier drinnen, das geht nicht bis zum Rand, also das ist dieses Objekt, das ich hier Body genannt habe, das ist ja von vornherein schon hohl, also das hat das schon richtig bewerkstelligt, sondern mit diesen Kreuzen stoße ich eben nur noch diese Fenster raus. Und damit ist, glaube ich, auch klar, warum dann das andere mit der Intersection geht, weil wenn ich jetzt hergehe und hier unten mir die Fenster anschauen,
habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe eben diesen Body genommen. Und das sind halt Teile des Bodies, nämlich das, was nicht abgezogen wurde. Und das, was vom Windows-Stencil nicht abgezogen wurde, natürlich, wenn ich das intersekte mit dem Body, dann sind das genau die herausgeschnittenen Bereiche. Und gerade wenn man Sachen macht, die mit zwei Farben gehen sollen, ist das ein sehr, sehr praktischer Ansatz, dass man quasi sich so die Grunddinge überlegt und dann sagt, die eine Farbe ist die Difference und die andere Farbe ist die Intersection. Gut, das heißt, es bleiben nur noch die Body und Windows Stencil. Wie kommen die zustande? Naja, Windows Stencil ist einfach. Das ist einfach nur eine Vorschleife mit zwei verschachtelten Iterationen. Wir hängen uns mal da hinein. So. Und wir sehen, ich mache immer Cubes. Und die erste Schleife, das ist die Cube Dimension, also die Größe. Und im einen Fall ist die Cube quasi in der Y-Richtung groß und in der X-Richtung breit. In der anderen Fall ist es in der X-Richtung groß und in der Y-Richtung breit. Und zusammen, Union von dem ist dann eben das Kreuz. Und die innere Schleife ist die Z-Koordinate und die wird nur für dieses Translate verwendet. Und das schiebt die entweder mal auf diese Höhe oder auf diese Höhe. Und so kommt dann dieses Windows-Pencil zustande mit diesen drei Zeilen Code. Ursprünglich waren es zwei Zeilen, aber dann habe ich die Schrift größer gemacht. Und das also das Windows-Pencil ist einfach. Schauen wir uns den Body an. Zunächst einmal ist die Frage, wie mache ich eine Roundbox? Da haben wir beim Würfel drüber geredet und dann hat sie gesagt, naja, Roundbox ist einfach, ich mache eine Hall von ein paar Kugeln und genau das mache ich hier. Also das ist eine Box mit abgerundeten Ecken sozusagen. Da habe ich hier den Hall-Operator und dann habe ich hier eine Schleife, die über X, Y und Z iteriert und so diese 4, 8 Positionen für diese 8 Kugeln erzeugt. Und dann natürlich ist die konvexe Hülle davon, diese Box. Und wir sehen, die Kugeln hier unten, die sind eigentlich unterhalb von dem Ursprung, also die gehen nur von der XY-Ebene. Die gehen nur dazu, dass ich ziehe die Box halt möglichst weit nach unten, aber dann gibt es hier oben noch diese Intersection. Und wenn wir uns jetzt hier die Hall mal nochmal anschauen, sehen wir, das geht hier weiter runter, aber dann intersekte ich diese Hall. Das gehört natürlich so. Mit diesem Würfel hier. Und damit schneide ich eben das ab, was unten absteht. Und habe dann eben schon mal eine Grundform sozusagen für den Körper von dieser Telefonzelle. Und von dem Körper muss ich jetzt nur noch zwei Dinge abziehen. Zunächst einmal muss ich den Innenraum abziehen. Und das mache ich natürlich, indem ich einfach eine weitere Cube mache. Und wir sehen, die center ich einfach und dann greife ich aufs Translaten. Und ich mache sie so groß, dass unten nur viel raussteht. Das kann ich mir ruhig erlauben, weil es ist eh nur zum Abziehen. Es hat ja keine Funktion im endgültigen Modell, was unten raussteht. Also kann ich mir das Translate sparen. Und dann gibt es noch diese beiden Cubes hier unten. So, hätte ich hier ein Rufzeichen setzen müssen. Gut, also jetzt haben wir hier die Box mit abgerundeten Ecken und einem hohlen Innenraum. Man sieht es ein bisschen hier. Und dann ziehe ich von unten noch so ein Kreuz von Cubes ab, damit dann eben an der Unterseite nur an den vier Ecken solche Füßchen übrig bleiben. Das ist die ganze Hexerei. Und so haben wir eine Telefonzelle, die geeignet ist für den 3D-Druck auf einem Drucker mit zwei Farben. Oder einer Farbe und etwas, was dann am Schluss hoffentlich transparent ist. Gut. Fragen zu diesem Modell? Oder überhaupt Fragen zu OpenSK oder so? So, dann habe ich noch eine Telefonzelle. Aber bei klickgebundenen Pools wäre das natürlich schwierig, so exakt zu bauen wie da. Das würde ich gar nicht sagen. Also der Schmäh mit dem einmal Differenz, einmal. So Gitter, wo du es dran snappen kannst. Und so. Ja, nicht nur das. Also wenn du ein 3D-Tool verwendest,
das wirklich für Konstruktion gedacht ist, so weiß ich, AutoCAD Inventor oder SolidWorks und so weiter und so fort, damit kann man schon sehr exakt konstruieren. Und man kann auch parametrische Designs machen, aber das ist, glaube ich, wirklich die Stärke von OpenSCAD. Und dazu kommen wir jetzt bei dem Beispiel, dass ich nicht einfach sage, ich will eine Phonebooth machen mit den Abmessungen, sondern ich will eine allgemeine Beschreibung von dem Phonebooth-Ding machen. Ich will eine allgemeine Beschreibung machen von einem, weiß ich nicht, evolventen Zahnrad und nicht ein evolventen Zahnrad mit dem Modul und der Anzahl der Zähne und so weiter und so fort. Und da ist ein großer Vorteil, dass ich da halt relativ gut skripten kann. Das ist nichts, was ich inhärent nicht tun könnte mit AutoCAD Inventor und SolidWorks und wie sie alle heißen. Ich sage mal, ab einem gewissen Grad, wo es dann nicht nur darum geht, dass irgendwie eine Bemassung sich ändert oder wird es schneller unübersichtlich bei diesen anderen Programmen. Und das hat hier prima damit zu tun, dass hier, wie bei jedem textbasierten Ding, sei es jetzt das, sei es, dass ich ein HTML-File schreibe, sei es, dass ich ein Tech-File schreibe oder dass ich ein C-Programm-File schreibe, ich habe die absolute Kontrolle über jedes einzelne Byte von meinem Design-File. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht bei einem Tool, bei dem ich grafisch editiere. Und damit sehe ich dann ganz genau, da habe ich was, das passt nicht gut zu meinem Ansatz zusammen, das jetzt eigentlich parametrisch zu machen und so weiter. Der Nachteil ist, wenn man sich anschaut, wie schnell jemand ein komplexes Modell mit SolidWorks zum Beispiel macht, der damit Erfahrung hat, und wie lange ich brauche ein komplexes Modell mit OpenSCAD, und ich habe Erfahrung mit OpenSCAD, da sieht man schon, die grafischen Programme haben durchaus ihre Stärken. Und ich sage jetzt nicht, man sollte eigentlich nur auf diese Art und Weise konstruieren. Aber gerade beim 3D-Drucken habe ich halt den Vorteil, dass ich oft ein Design genau einmal drucke. Und beim zweiten Mal drucken möchte ich wieder irgendwas anderes haben. Das heißt, während ich bei einer industriellen Fertigung von etwas, ich möchte was aus Spritzguss zum Beispiel machen, da mache ich einmal das Design und dann mache ich davon 100.000 Stück. Wenn ich nicht 100.000 Stück mache, dann zahle ich die Spritzgussform nicht aus. Die sind nämlich wirklich teuer. Und dann ist es völlig okay, wenn jemand sitzt und an diesem einen Ding einen Tag lang herumbastelt. Und dann kommt halt jemand und sagt, naja, wir haben uns jetzt überlegt, wir machen irgendwie eine andere Version, die ein bisschen andere Abmessungen hat. Es ist völlig okay, wenn sich jemand hinsetzt und irgendwie 2-3 Stunden damit beschäftigt ist, das Design so abzuändern, dass es jetzt diese andere Sache kann. Weil das in keiner Relation dazu steht, wie aufwendig das ist, die neue Spritzgussform zu machen und wie aufwendig das ist, das irgendwie zu schedulen, dass jetzt diese Maschine das macht für diese eine Woche und so weiter und so fort. Während beim 3D-Druck, also wenn man auf Thingiverse schaut, es gibt irgendwie allgemeine Designs für abgebrochene Knöpfe von Maschinen. Das ist auch eine Sache, die sehr oft dann gedruckt wird. Das einfach beim Herd bricht irgendein Knopf ab. Jeder Knopf ist anders. Der eine hat irgendwie innen einen quadratischen Querschnitt von diesem Metallzapfen, der nächste hat einen dreieckigen, der nächste hat einen runden, der auf der einen Seite abgeflacht ist. Der eine Knopf hat diesen Durchmesser, der andere hat diesen Durchmesser, dann natürlich die Stange drin hat unterschiedliche Durchmesser. Dann soll der Knopf zu den anderen Knöpfen passen, das heißt, man will ein paar andere Parameter haben, wie soll der Knopf selber kerzengerade sein oder leicht abgeschrägt. Und dann ist es hier relativ leicht mit OpenSCAD zu sagen, jetzt setze ich mich einen Tag hin und ich mache das ultimative Knopfdesign für solche Dinge, und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, mir ist ein Knopf abgerissen, dann brauche ich nur meinen Fragekatalog durchgehen und die Daten eintippen und dann geht das. Und inzwischen gibt es auf Thingiverse, dieser Plattform, sogar die Möglichkeit, das für OpenSCAD online zu machen. Also wenn ich ein OpenSCAD-Design auf Thingiverse hochlade, dann kann ich im OpenSCAD-Design Spezialkommentare zu globalen Variablen vergeben. Und dann wissen die, wie die eine Webmaske bauen müssen, mit denen man dann diese Werte befüllen kann. Und die können dann auch gleich auf ihrem Server mit OpenSCAD eine Vorschauansicht rechnen. Also da gibt es eigene Arten, OpenSCAD Headless zu starten, nur für render das runter und machen wir dann ein Bild davon und so. Gut, und das ist eben jetzt die Phone Booth mit Parametern. So, und für Lasercut. Also wir sehen, es ist nicht exakt die gleiche Phone Booth. Sind insbesondere nicht mehr rund. Ja, aber mit Lasercut ist das halt einer der Dinge, die man machen muss.
Also wir haben jetzt eine parametrische Phone Booth für Laser-Cutter. Und mit dem Grund, warum gerade bei Laser-Cutter parametrisch automatisch ein Thema ist, ist, dass die meisten Laser-Cutter-Designs sich ändern, wenn ich die Materialstärke ändere. Also wenn ich das jetzt aus 6 mm Holz mache oder aus 8 mm Holz, dann haben diese ganzen Verzahnungen hier andere Tiefen und so. Und wenn ich das mit der Hand zeichne und ich sitze dann da irgendwie meine eine Stunde, bis das passt, und ob ich das wirklich hinkriege, dass die Verzahnung hier links und die Verzahnung hier rechts und die Verzahnung hier oben, dass die alles zusammenpassen, und man sieht, das habe ich nicht händisch gemacht, da ein Zahnchen und noch ein Zähnchen, wird sich nicht ausgehen in dieser Länge hier. Also da sitze ich eine Zeit lang. Und dann kommt jemand und sagt, bezüglich der 1000 Phonebooth-Modelle, die wir herstellen wollen, ich habe einen urcoolen Deal, aber es ist jetzt nicht 8 mm Acryl, sondern 6 mm Acryl. Dann wird zumindest die Arbeitsmoral des 3D-Designers darunter leiden. Und ist das kein Problem. Also jetzt haben wir so einen 6 mm, oder sagen wir, wir wollen 8 mm. Ich drücke aufs Knöpfchen und der rechnet hier einen kurzen Augenblick und dann habe ich das Modell für 8 mm. Das ist eigentlich die eigentliche Stärke, die das hat, wenn ich was mit OpenSCAD konstruiere, dass ich solche Sachen sehr, sehr leicht machen kann. Gut, also schauen wir uns an, wie ich hier dieses Lasercut-Telefonzellenmodell gemacht habe. Und handeln wir uns wieder von unten nach oben. Ich habe festgestellt, das ist eine sehr effiziente Art, sich Modelle anzuschauen, dass man sich quasi von unten nach oben, vom Top-Level runter und nicht. Also wir fangen damit an, dass wir einen Zahn machen und so. So, und hier unten habe ich zwei Top-Level-Statements, nämlich Model und Cutter. Und Model ist halt nur die 3D-Ansicht, die ich verwende, damit ich sehe, ich habe alles richtig gemacht und die Teile passen wirklich zusammen. Das ist also der Daniel, der die Spinne gemacht hat, die ich vorher gezeigt habe. Der hat sowas nicht verwendet, sondern er hat das nur in 2D konstruiert und im Kopf sich überlegt, das passt zusammen. Der macht das in der Regel so und in der Regel funktioniert. Ich finde das sehr beeindruckend. Also ich mache lieber 3D-Modelle und dann schaue ich mir das an. Und dann. Also ich würde gern sagen, das war eigentlich die Moral. Ich mache das 3D-Modell, ich schaue mir das an und dann cutte ich nur einmal. Das Problem ist, der Daniel cuttet auch nur einmal. Darum kann ich eigentlich nur sagen, ich kann meine Unzulänglichkeiten damit überschatten, dass ich hier diese 3D-Ansicht machen kann. So, aber wenn ich das dann wirklich cutten möchte, dann brauche ich natürlich das irgendwie in dieser Form hier. Und vielleicht F6, dann rendern wir das auch wirklich. Und vielleicht noch auf orthogonal, es macht wenig Sinn, auf eine zweite Ebene perspektivisch zu schauen. Das wäre jetzt quasi das File fürs Lasercut. Das könnte ich jetzt auch exportieren, das ist eine DXF-Datei und am Lasercut dann einlesen und entsprechend cutten. Und das ist so, also gerade bei Lasercut-Designs habe ich eigentlich immer diese beiden Ansichten. Ich habe das 2D-Modell, das ich letztendlich an Lasercutter machen möchte, und das 3D-Modell, mit dem ich es anschaue. Und eine einfache Art ist einfach so zwei Statements, Top-Level, und dann kommentiert man das an. In dem Design, gleich vorweg, gibt es 2D-Konstrukte und dann Konstrukte, um 2D-Sachen in die dritte Dimension zu holen. Worüber ich jetzt gar nicht geredet habe, sind Konstrukte, um 3D-Sachen in die zweite Dimension zu holen. Das gibt es auch. Also es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, wie ich das machen kann in OpenSCAD. Ich kann ein 3D-Modell mit einer beliebigen Ebene schneiden und dann habe ich diese Schnittebene als 2D-Modell, was manchmal auch praktisch sein kann für Lasercut-Sachen. Das ist schon vorgekommen. Jemand macht ein 3D-Ding und sagt, könnte man das nicht im Lasercutter machen? Ich habe es schon fertig in 3D. Und wenn das diese Telefonzelle zum Beispiel wäre, dann könnte ich sagen, okay, durch jede Seite lege ich da mal eine Schnittebene durch. Und dann habe ich zumindest mal die Seiten als 2D-Dinge. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich da dann Verzahnungen und so drauf bringe. Was wir auch schon gemacht haben, wenn es große Dinge sein sollen, irgendwie, die hätten gerne eine große Kugel zum Beispiel. Ja, dann machen wir eine Kugel und schneiden die mit vielen Ebenen und dann haben wir die Dinge, die wir am Lasercutter herstellen. Okay. Dann schauen wir uns mal dieses Modell für den Cutter. Ich tue da wieder die Einrückungen ändern, sodass sich das ausgeht mit etwas größeren Schrift. Zunächst einmal brauche ich viermal so eine Seitenwand.
Und wie wir sehen, sind die Seitenwände alle ident. Also ich habe die so designt, dass die Verzahnung auf die Art und Weise funktioniert, dass ich mit lauter gleichen Seitenwänden auskomme. Also sollte das mal jemand nicht mit einem Lasercutter machen, sondern mit Spritzgussformen, wird er für diesen Hack dankbar sein. Ja, aber das Dach passt nicht dazu. Ja, das ist dann die zweite, aber das Dach ist auch entsprechend symmetrisch. Ja. Also habe ich eine Schleife, die von 0 bis 3 zählt, weil Programmierer immer bei 0 zu zählen anfangen. Und mit dem platziere ich hier ein Modul namens Side Stage 1. Warum das Stage 1 heißt, das werden wir dann gleich sehen. Und das verschiebe ich entsprechend um die Breite von so einer Seite plus der Materialdicke. Wobei die Materialdicke da eigentlich nichts zu suchen hat. Eigentlich müsste man einen eigenen Parameter machen für, weiß ich nicht, Spacing am Lasercutter. Aber gerade so Sachen wie Materialdicke verwende ich dann noch gern so als andere Parameter. Und oft macht das Sinn bei einem lasergecutterten Design, wenn ich mehrere Teile habe, die dann zum Beispiel durch die Materialdicke zu trennen, weil ich wirklich bei einem dickeren Material auch einen größeren Abstand zwischen den Teilen lassen möchte. Natürlich, am Lasercutter wäre es am besten, diese Dinge so zusammenzuschieben, dass ich hier nur einen Schnitt habe. Aber das kann ich nicht machen im OpenSCAD, weil OpenSCAD nämlich keine Linien kennt. Also ab dem Augenblick, wo ich die zusammenschiebe, sodass sie genau passen, ist es nur noch ein Teil. Das heißt, wenn ich das machen möchte, dann muss ich mir so ein einzelnes Teil zum Beispiel exportieren und dann im LibreCut zum Beispiel so anordnen, dass das genau passt. Für Also von daher macht es unter Umständen schon Sinn, ein bisschen Verschnitt zu kalkulieren. Ja, aber das habe ich hier so oder so. Weil der Schnitt ja auch hier quasi zentrisch auf dieser Linie sitzt. Und in dem Fall habe ich auch keinen. Also wenn ich es zum Beispiel fräse, dann würde ich das auf keinen Fall so machen, dass das aneinander reiht. Erstens, weil ab dem Augenblick, wenn er da diese Form, sagen wir mal, geschnitten hat und dann fährt er da runter, in dem Augenblick, wo er da unten ankommt, schneide ich mir meinen Fräskopf ab, weil ich dann hier zwei lose Teile habe, die sich da beliebig hineinklemmen können. Aber auch muss ich mir überlegen, der Fräskopf, der schabt ja quasi so schrittweise die Dinge ab. Und da macht es einen großen Unterschied, was ist jetzt für mich innen und was ist für mich außen, auch wenn ich solche Konturen schneide. Weil die eine Seite schön ist und die andere nicht. Aber wenn ich es am Lasercutter machen müsste, dann bräuchte ich eben dann zum Beispiel LibreCut, damit das nur eine Linie ist. Gut, und das platziere ich mir viermal. Und dann halt auf der Seite platziere ich mir noch einmal so einen Deckel. Und den platziere ich mir mittig, weil ich es kann. Nicht? Also auch da würde ich jetzt viele Telefonzellen machen, dann würde ich vielleicht das nicht so anordnen, sondern auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich am besten ein Sheet nur Deckel und ein Sheet nur. Und dann mache ich von dem einen so und so viel 1000 Sheets und von dem anderen so und so viel 1000 Sheets. Da habe ich wahrscheinlich den allerkleinsten Verschnitt. Gut, das heißt, die beiden Dinge, die wir uns anschauen, sind Side Stage 1 für die Seite und Top Stage 1 für oben. Na gut, was schauen wir uns zuerst an? Dann schauen wir uns das Top an. Top Stage 1. Und da haben wir ein neues Statement. Intersection 4. Also wir haben eine Vorschleife kennengelernt. Die Vorschleife macht sozusagen automatisch eine Union zwischen all den einzelnen Iterationen. Würde ich eine Art Difference-Form brauchen, ist das kein Problem, weil dann ich habe eine inhärente Trennung zwischen das ist das, von dem ich abziehe und das ist das, was ich abziehe. Und sie sagt das Gleiche, obwohl ich zuerst die Union von allem bilde, was ich abziehe und das dann in einem abziehe. Oder eine Schleife mache, in der ich quasi die Dinge einzeln abziehe. Das heißt, fürs Difference kann ich das vor ohne Probleme brauchen. Aber fürs Intersection geht es irgendwie nicht. Fürs Intersection brauche ich da was Besseres. Und man kann sich helfen mit diesem Child-Trick, aber das wollen wir nicht. Man macht einfach das Intersection vor, das ist eine Vorschleife, die dann aber keine Union macht, sondern Intersection zwischen all diesen Teilen. Naja, dann schauen wir uns mal an, was ein so ein Teil ist. Nicht? Das ist nämlich Top Stage 0. Gut, also das ist ein Quadrat.
bei dem auf der einen Seite so ein Rillenmuster ist. Was ich jetzt hier in der Schleife mache, ich zähle einen Winkel und ich habe 0, 90 und 270. Das ist von 0 bis 270 und 90. 180 ist nicht. Doch. Das ruft sich. So, wenn ich eben jetzt die Intersection bilde zwischen diesem Ding und dem Ding gedreht und dem Ding noch einmal gedreht, dann ist das Ergebnis dieser Intersection eben nicht nur auf der einen Seite das Rillenmuster, das nämlich abgezogen ist von dem größeren Quadrat, sondern genau das gleiche natürlich auch auf den anderen Seiten. Und so mache ich mir dann dieses rotationssymmetrische Ding. Könnte man natürlich auch anders machen, man könnte das, was man abzieht, irgendwie zuerst rotationssymmetrisch drehen und so. Aber gerade bei solchen Sachen finde ich das ganz nett. Ich habe noch keinen guten Namen gefunden, darum heißt es immer Stage 0, Stage 1, Stage 2. Aber wenn man sich quasi überlegt, wie man eine Vorversion von dem Teil macht und dann die Symmetrieeigenschaften erzeugt, indem man die Vorversion mit sich selber in einer Art und Weise kombiniert, sodass dann der nächste Schritt herauskommt. Und das ist das, was ich eben hier beschreibe mit diesem Stage 0, Stage 1, Stage 2. So. Gut. Genau, da haben wir wieder die Bereiche. Gut. Dann müssen wir uns nur noch dieses Stage 0 anschauen. Nicht? Das ist Top Stage 0. Und das schaut so aus. Oder wenn ich das nicht translate, dann schaut es so aus. Also Ich konstruiere das irgendwie im ersten Quadranten und dann verschiebe ich es ins Zentrum, sodass es mit der Rotation sehr einfach geht. und das ist nur eine Difference zwischen dem Square, den wir hier erkennen, und hier, weil es jetzt an der Koordinatenachse ausgerichtet ist, sieht man sofort, dass ich quasi vorne einem größeren Rechteck hier Sachen abgezogen habe. Und was ich jetzt abziehe, sind hier diese einzelnen Zähne. Und das mache ich eben in einer Vorschleife. Wobei ich hier lauter Parameter verwende. Ich habe Dim Width, das ist eben die Gesamtbreite. Und dann habe ich Dim Teeth, das ist die Länge von so einem Zahn. Die Breite von so einem Zahn ist natürlich jetzt die Materialstärke, nicht? Weil dort soll er dann die andere Holzplatte hineingreifen. Und ich zähle natürlich immer in Zweierschritten von diesem Dim Teeth. Und am Schluss habe ich dann noch so ein Minus 1, weil ich von 0 wegzähle. Damit komme ich dann genau dahin. Damit ich da oben nicht mal so ein angeschnittenes Eck zum Beispiel hätte. Da wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, so wie beim Python Range Operator, dass das oberste Element nicht dazugehört. Sonst hast du immer das Minus 1. Ja, wobei es gibt andere Fälle, da ist das ganz, also hier unten zum Beispiel. Da schreibst du 360. Ach so, weil du dann in 90 geschritten bist. Also Range arbeitet so, dass es halt immer mit 0 anfängt und das oberste Element nicht dazu gehört. Ja. Ich meine, es gibt Sprachen, die das so und so machen. Python Range oder X-Range. Da gibt es, schreibst du 0 oder keine Themen oder nicht? So wie C bei Memory. Du sagst bei Range, sagst du Range von 23 und es liefert die Zahlen von 0 bis 22. Also, man könnte jedes Mal, wenn man eine Sprache schreibt, sieht man natürlich, von welchen anderen Sprachen man inspiriert ist und vor allem mit welchen Sprachen man schon mehr arbeitet. Du würdest das wahrscheinlich so machen, weil du sehr viel mit Python machst. Ich kann es nicht beschwören, dass das ein Grund ist, aber ich mache halt relativ viel mit Verilog zum Beispiel. In Verilog gibt es auch Ranges für Breiten von Bitvektoren und die sind immer inklusive und die verwenden eben auch dieses Doppelpunkt der Syntax. Und ebenso MATLAB hat auch Doppelpunkte als Syntax und hat auch inklusive Ranges. Also, und das sind sicher die Dinge, von denen ich mich da inspirieren habe lassen. Ich glaube, ich habe sich lange darüber nachgedacht, ob das eine inklusive oder exklusive Range sein soll. Aber intern sind die Zahlen eigentlich schon alle Fließkomma? Intern sind alle Zahlen Fließkomma, genau. So wie ursprünglich bei JavaScript. Gut. Ja, also mache ich diese Zählerschleife und dann was habe ich in der Zählerschleife? Natürlich
so ein Square für so einen ausgeschnittenen Zahn, das ist eine Difference, das Ganze, die dann entsprechend verschoben ist um die entsprechenden Anzahl von 2 Tiefschritten. Und das ist der Deckel. Mehr brauchen wir zum Beispiel nicht. Gut, bleibt quasi die... Ups. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja. Man verschiebt nämlich mit der rechten Maustaste. Und mit der linken Maustaste dreht man. Was damit zusammenhängt, dass man in der Regel einmal die Kamera an die richtige Stelle schiebt und dann gerade in 3D eher sich ständig um das Objekt herum rotiert. Da gibt es auch, ich habe jetzt viele von diesen Sachen hier nicht erwähnt. Es gibt zum Beispiel hier die Crosshair. Und das ist einfach nur der Punkt, wo die Kamera drauf schaut. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel hier hin verschieben und dann rotiere ich eben in genau diesen Punkt da. Und das kann ganz praktisch sein zum Ausrichten der Kamera und dann kann man eben um genau den einen Punkt drehen, den man sich braucht. So. Ist aber, glaube ich, eben im 3D-Fall deutlich sinnvoller als im 2D-Fall, weil im 2D-Fall, naja, die Mitte vom Bildschirm, das heißt der Punkt, wo ich drauf schaue. Gut, dann schauen wir uns Side an. Funktioniert so ähnlich. Das ist jetzt so eine Seitenwand. Und die hat wieder ein Side Stage 0 und davon zieht sie Sachen ab. Nämlich zunächst einmal die Seite um einen gewissen Abstand nach rechts verschoben. Schauen wir uns das mal an, was das ist, das wir da abziehen. Ah, das ist ein Bug. So. Also wir sehen, oder machen wir es vielleicht anders. Schauen wir uns die Side Stage 0 an. Hallo? Das ist Side Stage 0. Und das hat nur auf der einen Seite Verzahnung. Und die Verzahnung auf der anderen Seite bekomme ich, indem ich das jetzt nehme, entsprechend weit nach rechts schiebe und abziehe. Und dann habe ich die genau passende Verzahnung auf der anderen Seite. Und nachdem ich das in Reihum anordne, dann passt das immer. Und oben brauche ich nur das Top abziehen. Und nachdem ich Top ja so gemacht habe, dass Top eine Rotationssymmetrie besitzt, passt es dann auch gleich für alle Seiten. So kann man da quasi hier, wenn man das so macht, zack, zack, und dann ein Rufzeichen hier. So, jetzt kann man das quasi erkennen. Bugs, 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 wirklich. Unglaublich. So. Und da sehen wir jetzt eben das Originalding, rechts einmal so eine Seite abgezogen, oben das Top abgezogen und das, was dann übrig bleibt, ist eben genau die Form, die wir haben wollen. So, brauchen wir uns noch anschauen, wie das Side Stage 0 zusammenkommt. Also quasi die Seitenwand, bei der auf der einen Seite die Verzahnung vorhanden ist. Eben dieses Ding haben wir vorher schon gehabt. Naja, wieder eine Difference. Und womit fange ich an? Ich fange an mit einem Square, mit einem großen. Das können wir uns mal markieren, nicht? Das ist dieses Square hier. Und von dem ziehe ich jetzt mehrere Sachen ab. Zunächst einmal ziehe ich die Windows ab. Wobei die Windows, da gibt es einen DIM-Win-Post, das ist ein Vektor, möchte ich jetzt 5 Windows machen, muss ich diesen Vektor noch mehr Elemente geben. Und da ist immer die Höhe drinnen, auf der die einzelnen Fenster stehen. Das sind eben entsprechend diese beiden hier. Drinnen nichts Spannendes, ein Square, das entsprechend verschoben ist. Und dann eben die Zähne. Und die Zähne mache ich genauso, wie wir das vorher gehabt haben, dass ich eine Schleife habe, die zählt in dem Fall nicht von 0, sondern bis 1, weil ich ganz unten keinen Zahn haben wollte, weil da eh schon dünn ist und dann muss das nicht noch destabilisiert werden auf den Zahn, weil ich da oben über die ganze Breite quasi Verzahnung habe. Wobei die andere Seite, wenn du es abziehst, dünner wird, oder?
der andere Haxen. Der andere Haxen wird entsprechend dünner, ja. Natürlich. Aber ich wollte halt keine feinen Strukturen. So ist es. Homogen. Gut, also der Verzahnungstrick ist sozusagen genauso wie vorher. Ja, da hin und ja, aber es war Copy-Paste in die andere Richtung. Ich habe zuerst die Seiten gemacht und dann den Deckel. Da sehen wir die ganzen Rechtecke, die ich da abziehe. Und da sehen wir, warum ich habe vorher kurz gesagt, beim DXF-Import, dass wir im OpenSCAD Rundungen haben, die in der Größenordnung sind von Floating Point, Machine Position und so. Es ist genau genommen nicht ein Runden, sondern ein Snapping. Also ich habe quasi eine Datenbank von allen Punkten, die ich kenne. Bei jedem neuen Punkt schaue ich, habe ich einen Punkt, der näher ist als, und dann ist das die gleiche. Und das ist eben notwendig, damit ich solche Sachen machen kann, wie hier ein Rechteck exakt abziehen, ohne dass hier auf der linken Seite ein infinitesimal kleiner Spalt noch übrig bleibt. Und eben dieses Snapping, das macht man das, und das arbeitet eben auch auf orthogonale Koordinaten und so damit. Mit all die Fälle, wo jemand auf die Idee kommt zu sagen, naja, aber es ist doch ganz genau, ich habe doch hier exakt die gleiche Dezimalzahl auf die dritte Dezimalzelle genau stehen. Und, ja. Das Preview hat ein bisschen Probleme damit, oder? Das Preview hat ein bisschen Probleme mit dem. Womit? Mit dem Snapping. Dass es nicht hinhaut. Das ist nicht das. Ja, also manchmal, wenn man solche Sachen abzieht, sieht man im Preview dann so schimmernde Flächen. Und das hat damit zu tun, das Snapping ist quasi am Anfang, wenn ich meine interne Objektdatenbank erzeuge. Danach habe ich keine Floating-Point-Zahlen mehr, sondern danach habe ich Brüche von beliebig großen Integern. Das brauche ich, um diese CSG-Operationen richtig rechnen zu können, sonst gibt es seltsame Corner-Cases. Aber für die 3D-Ansicht, wo ich in der Grafikkarte dieses Raytracing quasi mache, muss ich halt die Floating-Point-Darstellung der Grafikkarte wählen. Und man hat das Phänomen auf allen Grafikkarten. Du kannst aber auch einen Unterschied sehen, ob du jetzt quasi eine 100 Euro Consumer GeForce hast oder irgendwie die Top-of-the-Line Workstation Grafikkarte, die Double Positions kann. Und danach orientiert sich dann auch, wie viel von diesen Flimmern du wirklich siehst. Und da Sinn macht es, wenn man irgendwas abzieht, dass man halt ein bisschen mehr abzieht. Genau, also das ist häufig ein Trick, dass man einfach immer das Abstehende überstehen lässt und so. Manchmal ist es einfach auch wurscht, wenn man weiß, rendern kann es richtig und es ist nur ein Effekt in der Darstellung. Das sind keine Fließkammerzahlen, sondern polygonale Zahlen. Ja, das ist auch der Grund, warum es immer so lange dauert, wenn ich auf X drücke. Und es gibt schon, also wenn man quasi auf der OpenSCAD-Mailingliste die Diskussionen anschaut, die ein bisschen mehr techniklastig sind, einer der großen Themen ist halt, wie kann man das in einer Art und Weise machen, dass man die Corner Cases, wo ich die Brüche brauche, erkenne und in all den anderen Fällen irgendwie ein Fallback mache auf Floating Point und damit auf einmal Faktor 100 mal schneller bin. Das würde viele Leute sehr freuen, die OpenSCAD verwenden, wenn das Faktor 100 schneller wäre. So, last but not least ziehe ich dann hier unten noch was ab. Da steht es zum Beispiel über. Da brauche ich dieses Snapping nicht. So, also so komme ich auf dieses Stage 0 Seite und dann mache ich die Stage 1 Seite, indem ich sie von sich selber abziehe. Und wenn man Sachen macht, die irgendwie mehrere, noch komplexere Symmetrien haben, dann kann ich natürlich auch beliebig in die Länge ziehen. Oder wenn ich jetzt Teile habe, unterschiedliche Teile, die ineinander gesteckt werden sollen, dann kann es natürlich sein, dass ich die in eine Hierarchie bringen muss und dann dependent quasi Stage 3 von dem zuerst auf Stage 8 von dem, also Stage 8, glaube ich, habe ich noch nie gehabt, aber die Idee ist, glaube ich, klar. Und ja, so kann ich eben auch 2D-Designs machen. Ich habe jetzt nicht explizit gesagt, wir sehen hier zum Beispiel Square, das ist ein 2D-Primitiv. Und anhand der Leaves erkennt er, ob er ein 2D-Modus ist oder ein 3D-Modus. Also wenn ich dann 2D-Leaves habe oder 3D-Leaves, weiß er das dann entsprechend. Wenn ich jetzt ein 2D-Objekt von einem 3D-Objekt abziehe oder so? Ich weiß es nicht, das sollte Fehlermeldung geben.
Aber es ist nicht unterstützt quasi. Also es ist jetzt nicht vorgesehen, das zu machen. Das habe ich mir gedacht. Aber du verwendest ja dann, dass eigentlich die Module, die 2D sind, im Model auch wieder zu 3D. Genau, dazu kommen wir jetzt. Also, das Model. Ah, wir schauen von oben drauf. So. Zentrieren wir da mal die Ansicht und dann schiebe ich es ein bisschen runter. So. So. Wie wir es da gerade gesehen haben, die Beleuchtung in oben, Weißkarte, ist übrigens, man kann es einstellen, sind übrigens zwei Lichtquellen in Unendlichkeit gegenüber voneinander. Und das hat damit zu tun, ich habe am Anfang gesagt, beim Abziehen, was wir dann dort sehen, ist eigentlich die Innenseite von dem anderen Ding. Und von der Art und Weise, wie das Licht sich auf die Helligkeit von der Fläche in der Computergrafik auswirkt, hat halt mit dem Normalvektor zu tun. Und wenn ich manchmal auf die Innenseite, manchmal auf die Außenseite von etwas zeige, dann zeigt halt manchmal der Normalvektor in die eine und manchmal in die andere Richtung. Und die einzige Art, die man ganz, ganz einfach das löst, dass man nicht ständig so Sprünge hat in der Optik, ist einfach zwei Lichtquellen genau gegenüber im Raum und dann ist es immer egal, in welche Richtung der Normalvektor zeigt, es ist beides gleichermaßen richtig. Also da sind so die Kleinigkeiten, die man da, wenn man hier quasi dreht, dann sieht man, es gibt quasi einen Punkt, das ist am dünkelsten und da weiß ich dann jetzt quasi, aha, das ist die Lichtquelle genau oben. Aber die Lichtquelle bleibt fix, während ich drehe. Ja, ja, die Lichtquelle bleibt fix, während ich drehe. Die Lichtquelle hängt quasi am auf der Kamera drauf. Gut. Die Lichtquelle ist fix im Raum, die Kamera ist fix. Die Kamera ist fix zum Crosshair und wenn ich drehe, ich müsste mir die Matrizen anschauen. Das ist ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Gut, also wir haben jetzt hier ein 3D-Modell, das wir aus den 2D-Teilen gebaut haben. Und alles, was ich dazu mache, spielt sich nur in diesem einen Modul ab. Und wir sehen hier zum Beispiel Top Stage 1, vielleicht tue ich da wieder Einrückungen korrigieren. Naja, wie auch immer. Also wir sehen, diese Schleife hier macht die Seitenwände. Schauen wir uns gleich mal nur die Seitenwände an. So. Und da habe ich einen Zähler, der von 0 bis 3 zählt. Wir sehen, ich mache quasi eine Seitenwand, die irgendwo da zum Beispiel steht, und dann rotiere ich die um die Z-Achse in 90 Grad Schritten. Und dadurch erzeuge ich dann eben die drei anderen Dinge im Raum. Also das ist das Einfachere, das heißt, wir tun das Rufzeichen daher setzen, dann haben wir nur noch eine Seitenwand. Gut, die war offen bei irgendwo hier, und dann habe ich sie verschoben, sodass sie im richtigen Abstand zur Z-Achse steht. Das sehen wir dann hier. Wie kommt die daher? Naja, ursprünglich ist sie am Boden gelegen. Daher kommt diese Rotation. Genau. Und ich sehe gerade, ich bin immer noch auf orthogonaler Ansicht, weil in 2D ist orthogonal besser, aber in 3D macht perspektivisch irgendwie mehr Sinn meistens. So, und dann könnte ich jetzt noch Color überspringen. Das ist das Standard-Gelb und nicht das andere Gelb. Und jetzt haben wir hier Linear Extrude. Und das ist eben der Trick, wie ich von 2D auf 3D komme. Dass ich hier ein 2D-Objekt habe und das gebe ich als Child-Objekt dem Linear Extrude-Knoten in meinem Baum. Und der nimmt dieses Ding, was ja auf der XY-Ebene existiert, und bringt es in die Z-Ebene, indem sie meine Dicke in der Z-Ebene verpasst. Und diese Dicke ist eben dieser Parameter hier. Und spielen wir uns vielleicht ein bisschen damit rum, man kann nämlich ganz wunderbare Sachen machen.
dazu. Wollte ich mir das hier top level. So. Also zunächst mal kann ich natürlich hier eine absurde. Und das ist jetzt nicht die Materialstärke. Nicht? Wenn das die Materialstärke wäre, dann wird diese Löcher da rein, dann wird das Modell nicht mehr gehen. Genau, ja. Sondern ich habe jetzt einfach hier explizit Linear Explode 100 gegeben. Einfach nur, um andere Dinge zu zeigen, wie zum Beispiel das hier. Heißt das Rotate Extrude? Nein, Rotate Extrude ist was anderes. Ich muss in der Dokumentation nachschauen. Na, gut. Hat das Internet abgeschaltet? What happened to the Internet? Mein Internet ist kaputt. Okay, ich muss in den Examples nachschauen. Na, konvexe Twist. Wo ist der Twist? Intersection tiefer. Da, Twist. Genau, Twist. Nicht Rotate, sondern Twist. Das ist der Parameter, den ich haben wollte. Twist. Also jetzt sehen wir quasi genau das Gleiche. Wir nehmen das Objekt, extrudieren es, aber dann machen wir gleichzeitig eine Drehung des Objektes. Und wenn man auf Thingiverse schaut, gibt es eine große Anzahl von Schraubboxen. Und Schraubboxen konstruieren ist furchtbar aufwendig, außer man macht einen Linear Extrude Twist, dann ist es vollautomatisch. Ich kann in einem 2D-Programm eine x-beliebige Form machen und ein Inset von dieser Form, und dann mache ich Linear Extrude Twist und er sucht sich selber raus, auf wie viele Schichten er das verteilen muss, damit er quasi die Features noch behält, und er macht mir eine entsprechende Schraube. Ne? Das Gleiche kannst du dann mit was Negativen dazu machen, und daher kommen wir genau, da, Döschen, und da kommen die ganzen Schraubdosen her. Also die ganzen Schraubdosen sind alle das gleiche OpenMSCAD-File, irgendwie drei Zeiler für äußere Hälfte und innere Hälfte. Und eins, was sich ändert, ist das DXF-File, wo dann einer ein Herz gemacht hat. Und dann gibt es eine Herzbox und einen Stern gemacht. Das ist eine Sternbox, aber das ist immer das gleiche Prinzip. Okay, aber dieses Feature wollte ich jetzt nachher zeigen. Und es gibt dann natürlich auch andere Dinge. Es gibt Rotate Extrude. Und ich habe keine Ahnung, was er davon hält, wenn ich ihm das jetzt Rotate Extrude und das, weil das in beide Richtungen geht. Ja, schauen wir mal. Naja, das ist. Unten kann man es ja ahnen. Also ich habe jetzt quasi diese Tür genommen, rotiert und ein Objekt gemacht. Und das Einzige, was man da jetzt noch sieht, ist, dass quasi von den Füßchen da unten ist. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir machen einfach eine. Ja, genau. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. So. Die Fenster sind ein bisschen schwieriger zu sehen. Jupp. Zum Beispiel. Ja. Wurscht. Ups. Doch, Mr. Wurscht. Mhm. Ja. Okay. Ah, ja. Du hast das Zauberwort gesagt. Convexity. So. Ah ja, und jetzt sieht man auch die Verzahnung, die haben wir vorher gar nicht gesehen. Und das kommt daher, weil wir die Convexity falsch gesetzt haben. Also, da muss ich jetzt erklären, was die Convexity ist. Aber vielleicht mache ich da vorher das 1000 noch. Und dann können wir schön reinschauen. So. Das ist jetzt die aufgeschnittene. Ist die Convexity noch immer zu klein? Doppelton zu
das hat irgendwie nicht ganz gemacht. Schau, was ist, sagt er nichts. Aha. Das glaube ich nicht. Bugs, überall. Okay. Was die Convexity ist, sollte ich vielleicht noch erwähnen. Das ist die Anzahl, irgendwas, nein, das Rotate Extrude von dem Körper hat er nicht gemacht. Weil eigentlich sollte man Rotate Extrude nur mit einem Körper machen, der quasi nur in die positive X-Achse eine Ausdehnung hat, weil dann quasi um die Y-Achse rotiert wird. Und wenn es in die negative auch, dann passieren da oft was seltsame Dinge und der Körper intersectet sich irgendwie selber. Aber die Convexity ist die Anzahl der Vorderseiten, die ein Strahl, der den Subjekt schneidet, treffen kann. Das heißt, eine Kugel hat eine Convexity von 1. Egal, wie ich auf eine Kugel mit einem Strahl schneide, es gibt genau einmal einen Punkt, wo ich eine Vorderseite treffe. Aber sagen wir hätten eine Hohlkugel. Dann gibt es natürlich zwei Dinge, nämlich die Vorderseite hier, außen. Dann hier ein Austritt, wir sind im Hohlraum der Kugel, und dann treffe ich wieder eine Außenseite der Kugel. Und wenn ich jetzt natürlich hergehe und eine Hohlkugel habe, wo ich ein Loch hineinschneide, dann kann ich das Innere auch sehen. Und diese 3D-Vorschauansicht, die ich in der Grafikkarte rechne, die muss vorher wissen, wie viele Vorderseiten ein Strahl treffen kann, der diesen Körper schneidet. Und im Wesentlichen ist der Rechenaufwand dann linear zu dieser Zahl. Das heißt, ich habe ein naturgegebenes Interesse, diese Zahl klein zu halten, aber gleichzeitig sollte es ziemlich kleiner sein, als das ist, was ich tatsächlich sehen kann, weil sonst ist die Darstellung falsch. Das betrifft nur aber, das Online-Rendering. Ja. Das ist nur das Online-Rendering und nur relevant für den Fall, wo ich tatsächlich so schaue und es eine Schnittkombination gibt, wo das relevant ist. Das heißt, in 99% der Fälle, auch wenn ich eine ganz komplizierte Geometrie habe und ich habe, da weiß ich nicht, einen Baum mit 1000 Blättern, ich kann dann überlegen, in welchem Winkel müsste ich drauf schon mal möglichst viele Blätter mit einem einzigen Schuss zu erwischen. Es ist ja irrelevant. Dann nimmt man einfach 10 oder eine andere vergleichsweise große Zahl und dann gibt es vielleicht manchmal ein Rendering-Artefakt, wenn man genau falsch drauf schaut, aber in der Regel funktioniert. Aber das ist dieser komplexe Parameter, den man manchmal braucht für die Extrude-Dinge. Also alles, was ein 3D-Objekt erzeugt, aus etwas, was noch nicht ein 3D-Objekt ist, braucht es. Das ist Linear-Extrude, das ist Rotate-Extrude, das ist Render, weil Render nämlich dieses Cegal-Ding macht, also die eigentliche Rendering, das eigentliche Berechnen eines Polyeders und den dann aber wieder übergibt in die Vorschauansicht. Das kann manchmal ganz praktisch sein, weil die Vorschauansicht nämlich nicht nur das mit Linear mit der Convexity wächst, sondern die muss diesen Baum in eine normalisierte Ansicht bringen. Model. So. Und hier gibt es Display CSG Tree. So. Das ist jetzt sozusagen das, was ich hier sehe, noch einmal ausgegeben als also ein Baum, der nur Primitives verwendet und dann solche Matrix-Multiplikationsoperationen. Wenn ich mal Scale schreibe oder Translate oder so. Intern wird das immer umgerechnet in Matrix-Multiple. Und das sind dann eine 4x4-Matrix, die entsprechende Operation darstellt. Aber damit ich das hier anzeigen kann, brauche ich diese CSG-Produkte. Und da gibt es bevor... schade, das ist zu einfach. Das schaut gleich aus. Also ich habe bevor Normalization und After Normalization und wenn das komplexer ist, ist bevor Normalization dieser beliebige Baum. Und After Normalization muss so sein, dass am Top-Level nur Unions sind und innere Knoten von diesem Baum sind dann die Differences und die Intersections, aber nicht noch einmal Unions. Und es gibt Äquivalenzumformungen, mit denen man das machen kann. Diese zweite Darstellung kann dann sehr groß werden. Und dann ist es manchmal sinnvoller zu sagen, okay, diesen Teilbaum meines Projekts greife ich jetzt eh nicht mehr an, also schreibe ich dort Render. Und dann wirft er das einmal durch diesen Rendering-Prozess durch, erzeugt einen Polyeder. Und dann ist es nur noch ein Primitive für meine Vorschauansicht und die Vorschauansicht ist wieder schnell.
Und beim Render genauso bräuchte ich dann diesen Convexity-Parameter. Gut, also ich habe jetzt dieses Linear Extrude. Damit mache ich aus dem 2D-Objekt das 3D-Objekt. In dem Fall extrudiere ich einfach um die Materialstärke. Und dann kann ich, wie gehabt, Translate, Rotate verwenden, um die im Raum anzuordnen und neu Color, um das ganze Ding einzufärben. Und in dem Fall habe ich hier ein Colors Array und ich nehme für 0 bis 3 die ersten 4, also für die Seitenwände die Einträge 0 bis 3, die ersten 4 Einträge aus dem Array und dann das fünfte Element für Top. Und da habe ich hier oben Orange, Green, Blue. Das sind die Farben. Man kann aber die Farben auch angeben als Vektor, als 3- oder 4-Komponenten-Vektor, der vierte Komponent wäre dann der Alpha-Anteil, oder man kann einen Alpha-Anteil auch als zweiten Parameter mitgeben. Das ist so eine typische Krankheit bei OpenSCAD, dass diese ganzen Primitives 20 verschiedene Arten haben, wie ich sie aufrufen kann. Kann auch ein Vorteil sein, natürlich. Syntaktisch Sugar. Viel Zucker. Viel Zucker, genau. Okay, das war jetzt das zweite Beispielprojekt. Wenn es Fragen gibt zu dem, was ich bisher gezeigt habe, dann würde ich jetzt gerne beantworten. Danach würde man dann die Pause machen und dann zeige ich ja ein bisschen, was LibreCAD. Nur ein kurzer Überblick und wie man das LibreCAD mit dem OpenSCAD zusammen verwendet. Wobei also ich zeige, gibt mit AutoCAD genauso. Nur die schöne der Open Source. Ja, gibt es Fragen? Ich erkläre es auch gut. Okay, dann machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause, hätte ich gesagt.